Die Botschaft, die Live-Botschaft ist der heutigen 115. Lichtlesung ist von Sanat Kumara gegeben. Und bevor ich diese vortrage, beginnen wir jetzt mit dem Wortteil der heutigen Lichtlesung, mit der Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes. Und diese Botschaft trägt das Thema Leben ohne Stress. Ich glaube, speziell in der jetzigen Zeit sehr, sehr bedeutsam. Leben ohne Stress. Die Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes, diese Botschaft wurde mir von Sanat Kumara übermittelt. Und ich beginne jetzt mit dieser Botschaft und mache dann auch dort an diesen Stellen die geeigneten Pausen, damit sie gewisse Dinge nachwirken lassen können und dass sie schön sinken können. Leben ohne Stress, Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes. Die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Selbsterkenntnis beginnt. Du erwachst und findest in die Ausgeglichenheit und in den Frieden zurück. Dein Leben wird voller und voller, bis du ganz von dir selbst ausgefüllt bist. Und davon handelt diese Botschaft. Ich bin Sanat Kumara, Logos dieser Erde. Ich bin den Menschen vorausgegangen und ich gehe den Menschen auch jetzt in der entscheidenden Phase des Aufstiegs voraus. Wir sind eine einzige große und lebendige Familie. Niemand kann getrennt von dieser Wahrheit existieren, es sei denn, jemand besteht darauf und möchte sich selbst in der Trennung erfahren und somit das Tal der Tränen für eine gewisse Zeitspanne durchwandern. Diese Botschaft richtet sich an jene Menschen, die genug haben vom Leid, vom Elend und von Schmerzen. Sie richtet sich an all die, die einen Sinn im Leben sehen und ihr eigenes Schicksal als Chance zum Wachstum begreifen wollen. Nichts geschieht ohne Wissen deiner Seele. Und so ist alles, was du derzeit erleben kannst, von höherer Stelle auch orchestriert. Vielen Menschen entzieht sich der tiefere Sinn ihres Daseins und so verlaufen sie sich, indem sie in der äußeren Welt nach Antworten suchen. Viele Menschen kommen einfach nicht zur Ruhe, finden keine Stille und keinen inneren Frieden. Vor allem jetzt, da die Zukunft der Menschheit und die Zukunft des einzelnen Menschen ungewiss scheint, flüchten sich viele in äußere Aktivitäten, anstatt innerlich innezuhalten. Die Revolution findet auch heute zuerst in dir statt und hat sie dort nicht stattgefunden, findet sie nirgendwo statt. Du brauchst erst gar nicht auf die Straße zu gehen und gegen dies oder jenes zu demonstrieren, wenn du nicht bereit bist, dich eingehend mit dir selbst zu befassen. Das ist der Punkt und darum geht es heute bei allen Bestrebungen. Ihr wisst es und dennoch haltet ihr an alten Gewohnheiten, an Rastlosigkeit, am ständigen Tun, am falschen Essen und am überholten Lebenskonzepten und an überholten Glaubenssätzen fest. Gott ist immer noch ein Fremder, ein Entfernter und deine Sehnsucht nach Selbsterkenntnis wird unter den Aktivitäten des Alltags begraben. Du kannst einwenden, ja, aber ich muss mich um das Überleben sorgen, jetzt da die ganze Welt auseinanderbricht. Du kannst sagen, aber ja, ich habe eine Firma, Familie und Kinder, die bedürfen des Schutzes und meiner Arbeit. Und du kannst als Rechtfertigung anführen, alles, was ich tue, tue ich für meine Mitmenschen.
Das alles und noch mehr kannst du in die Diskussion einbringen, jedoch am Ende bleibt eine Wahrheit bestehen. Deine Hyperaktivität überlagert deine Sehnsucht nach Gott. Geliebter Mensch, solange du ständig auf der Überholspur lebst, solange hast du nicht begriffen, worum es in deinem Leben geht. Jede Zeit, jede Inkarnation und jedes Leben bietet dir genug Ausreden, um dich weniger mit dir selbst als mit deinem Umfeld zu befassen. Das ist die Täuschung, der du Leben für Leben auf dem Leim gehst, bis du durchschaut hast, was es zu durchschauen gilt. Das gesunde Prinzip ist, lebe von innen nach außen. Doch so viele Menschen meiden ihr Inneres, dass sie sich mit den inneren Baustellen nicht befassen wollen. Viel bequemer ist es, das alte Leben fortzuführen. Auch dann, wenn man innerlich weiß, dass das ungesund ist und auf Dauer nicht gut gehen kann, die meisten Menschen bleiben so lange dabei, bis es nicht mehr geht und bis sie vom Schicksal zum Umdenken gezwungen werden. Auf diese Weise verlaufen sich hochbegabte, hochveranlagte und mit hohen Aufträgen ausgestattete Seelen. Sie verlaufen sich, indem sie ihre ganze Energie verschwenden, da sie diese in Äußerlichkeiten investieren, anstatt mit ganzer Aufmerksamkeit und Kraft das Innere zu erforschen. Die Anbindung an Gott erreichst du, indem du dein Herz durchlichtest. Diese Weisheit ist vielen bekannt, und doch machen sich die wenigsten damit vertraut. Das heißt, was heißt es, in dein Herz zu leuchten? Das heißt, Blockaden entfernen und dich an das Wissen deiner Seele anbinden. Es heißt, in die unerschöpfliche Liebe Gottes eintauchen. Wie willst du diese Zeit begreifen, wenn du immer distanziert von dir selbst lebst? Solange du dein Unterscheidungsvermögen vom niederen Verstand der Sinne ableitest, bist du in Begrenzungen verloren und kannst niemals erahnen, was geschehen wird. Wie dieses Spiel auf der Erde endet, das entscheidest du. Alle Menschen entscheiden es, wie es jetzt weitergeht. Und die erste und wesentlichste Entscheidung, die zur Selbsterforschung, fällt in dir, in deinem Herzen. So dreht sich das Rad der Zeit, solange du das aufschiebst, weiter und weiter. Wie lange willst du darin noch gefangen sein? Heute fühlen sich viele Menschen ausgebrannt, ausgelaugt und überfordert. Das ganze Leben ist eine einzige Überforderung und viele wissen nicht mehr weiter. Was kannst du sofort tun? Übernehme die Verantwortung. Übernehme dafür die Verantwortung. Sag niemals, die Umstände hätten daran Schuld. Oder der oder die sind dafür verantwortlich. Das ist ein großer Irrtum. Immer bist es du selbst, auf den es ankommt. Du bist die Lösung und dein Bewusstsein hat die Lösung. Dein unendlicher Geist wartet nur darauf, bis du deine inneren Kanäle für sein Flüstern öffnest. Was immer dich heute stresst und belastet, es liegt allein an dir, das zu ändern. Das ist die erste und zugleich wichtigste Erkenntnis. Sei kein Opfer mehr, sondern werde selbstbestimmt. Sei kein Spielball deiner Emotionen oder deine eingeschliffenen Muster und Glaubenssätze, sondern löse sie nacheinander auf, bis nur noch du selbst übrig bleibst. Die erste Lektion ist, übernimm mutig und eigenverantwortlich
Verantwortung für alles, was in deinem Leben geschieht. Danach wird dein Blick klar und deine Wahrnehmung ist in richtige Bahnen gelenkt. Wer ganz auf sich selbst fokussiert, wer bei sich selbst mit der Erlösungsarbeit beginnt, ist immer am richtigen Weg. Der wahre Grund für dauerhaften Stress und ständige Überbelastung ist immer eine zu geringe Anbindung an das Göttliche in dir. Nutze daher jede Gelegenheit, um dich mit deinem Inneren zu verbinden. Jeder Mensch hat diese Möglichkeit auch dann, wenn er glaubt, in Arbeit unterzugehen oder wenn er meint, dass ihn der Alltag davon abhielte. Die zweite Lektion ist in folgenden Fragen begründet. Was willst du in diesem Leben wirklich erreichen? Willst du dich selbst kennenlernen und wenn nötig auch verwandeln? Oder möchtest du lieber deine inneren Problemfelder durch ein ruheloses Dasein kaschieren? Beantworte dir diese Frage und sei aufrichtig dabei. Niemand hört dir jetzt zu und niemanden außer dir selbst bist du Rechenschaft schuldig. Was willst du, Mensch, wirklich? Die Antwort auf diese Frage entscheidet alles und entscheidet, ob diese Botschaft für dich ist. Geliebter Mensch, Stress und Überforderung, so sie dauerhaft auftreten und nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, wirken sich äußerst negativ auf dein psychisches und physisches System aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann dein Körper nicht mehr mitmacht und wann du psychisch verwelkst. Dauerhafte Überforderung verlangt nach einer Therapie. Hast du das begriffen, dann kommt es nur noch darauf an, welche Therapie und welchen Therapeuten du wählst. Gott, das göttliche Licht, die Liebe von Engel, Meister und Schöpferwesen oder aber irdische Interventionen von fähigen Menschengeschwistern, die dich zum Hinblicken ermuntern und dich dir selbst näher bringen können. Wie kannst du also vorgehen, wenn dir bewusst geworden ist, dass du Stress und Überbelastung aus deinem Leben entfernen musst? Erstens, bete und bitte deinen Schöpfer um Hilfe. Zweitens, sei bereit, dein Leben zu verändern. Und drittens, innerer Frieden, Ruhe und Gelassenheit müssen ein wahres Anliegen sein. Andernfalls macht es wenig Sinn, um irgendetwas zu bitten. Der Himmel steht dir bei, wenn du diesen Beistand wirklich willst. Wünsche greifen zu kurz. Es muss ein existenzielles Verlangen nach Heilung in dir vorherrschen. Solange du Aktivitäten brauchst, um dich wertvoll, bedeutend, akzeptiert und geliebt zu fühlen, solange findet dein Lernen über den Schmerz statt. Wodurch definierst du deinen Selbstwert? Das ist die einzig legitime Frage. Bist du dir selbst, so wie du bist, genug?
Liebst du dich selbst so, wie du bist? Willst du oft ein anderer oder eine andere sein? In diesen Betrachtungen liegt der Schlüssel zum Verständnis deines So-Seins und zu dem, was du in diesem Leben erlösen und erfahren möchtest. Die dritte Lektion besteht somit darin, akzeptieren, was ist. Das ist die schwerste Übung, denn dich so annehmen, wie du bist, wenn du die ganze Zeit als etwas anderes scheinen willst, ist schwer. Mit dieser dritten Lektion schließt sich der Kreis. Erneut liegt es an dir, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, von der Ohnmacht zur Macht, von der Hilflosigkeit in die Selbstbestimmung, und aus einem Opfer wird ein reines göttliches Bewusstsein, das sich über die Formen und Dinge erhebt. Die Stressfastenkur von 7 Tagen. Abschließend gebe ich dir eine einfache Übung. Mache eine Stressfastenkur. Mach dir deine Stressfaktoren bewusst und lass sie eine Woche lang liegen. Schreib dir auf, was dich stresst, was dein Leben täglich durcheinander wirbelt. Chronische Überlastung führt zu chronischen Krankheiten. Sauer verdientes Geld führt zu einem übersäuerten Körper und zu unkontrollierbaren emotionalen Ausbrüchen. Mach dir das alles bewusst. Dann beginne mit der Stressfastenzeit. Tausche den Stress gegen Entspannung. Anstatt ruhelos zu funktionieren, verbringst du Zeit mit dir selbst. Diesen Urlaub sollst du dir mitten im Alltag nehmen. Dein Umfeld, ob Arbeit oder Familie, soll bemerken, dass du nicht mehr für alles und alle zuständig bist. Diese Stressfastenkur von 7 Tagen bringt dich auf neue Gedanken und erzeugt in dir ein Gefühl von Freiheit. Etwas, was du lange entbehren musstest. Oft sind es die kleinen und einfachen Dinge, die dir Lebensqualität zurückbringen. Was nützt dir ein langer Urlaub am Strand, wenn du danach dein altes und falsches Leben wieder aufnimmst? Befreien kannst du dich immer nur dort, wo du dich selbst einengst und fesselst. Und das ist meist dein Alltag. Es sind die alltäglichen Muster und Gewohnheiten, die dich krank machen oder gesund erhalten. Ein ausgedehnter Urlaub, eine Auszeit einmal im Jahr, ist keine dauerhafte Lösung. Löse deine Probleme dort, wo sie entstanden sind. Oder willst du in der Wüste Fische fangen? Und dann stelle ich die Frage: Viele Menschen klagen zwar über Stress, doch sie sind kaum bereit, etwas zu ändern. Gibt es Situationen, in denen Stress eine Berechtigung hat? Sanat Kumara antwortet und führt dann weiter aus. Ein Mensch, der sich dauerhaft gestresst fühlt oder es, ohne es selbst zu bemerken, gestresst ist, geht immer einen Irrweg. Mögen die Gründe dafür noch so edel sein, die eigene Misshandlung ist genauso eine Sünde wie die Misshandlung des Nächsten. Liebe dich selbst wie die Nächsten. Kommt die Liebe zu kurz, herrscht immer ein Mangel. Und bei einem gestressten Menschen kommt die Liebe zu sich selbst immer zu kurz. Es gibt allerdings Situationen, in denen ein Mensch vorübergehend Stress erlebt. Das ist auf einer Welt, die durch derartige Transformationsprozesse geht, kaum zu vermeiden. Jedoch geht es immer darum, wie rasch es den Menschen gelingt, Stress abzuschütteln und wieder zu sich selbst zurückzufinden. Grundsätzlich verhält es sich derart. Ein ständiges mit Gott kommunizierendes Bewusstsein kann mit Stress umgehen.
Ein auf die äußere Wahrnehmung begrenztes Bewusstsein wird vom Stress aufgesogen. Erzeuge daher ein neues Energiefeld in deinem Leben. Visualisiere einen neuen Alltag und werde dir bewusst, Stress frisst sich durch dein Leben, bis weder von dir noch von deinem Leben etwas übrig bleibt. Frieden, Freude, Freiheit, Gelassenheit, Glück und Gotteserkenntnis. Ein rastloses Leben steht dem im Wege. Also Mensch, was willst du wirklich? Geliebter Mensch, lass dich ganz auf dein Leben ein. Liebe es und liebe dich selbst. So wie du heute bist, bist du richtig. Aus falschen Gewohnheiten mache richtige Gewohnheiten und dein Leben wird ein Fest der Freude. Niemand verlangt von dir, dass du mit dem Fuß auf der Bremse fahren sollst. Doch manchmal ist es gut, eine Gefahr rechtzeitig zu erkennen und den Wagen unter Kontrolle zu bringen. Und bei der Gefahr, die von deiner Unrast, vom Stress und von der Überbelastung aufgrund von falsch verstandenen Lebenskonzepten ausgeht, gilt es, das Lenkrad deines Lebens fest in die Hand zu nehmen und auf die Bremse zu steigen. Womöglich lebst du das Leben von anderen und vielleicht glaubst du, die Welt retten zu müssen. Was aber bleibt dann von dir? In vollkommener Liebe, Sanat Kumara. Ich glaube, diese Botschaft sollte man öfter lesen oder kann man wirklich öfter lesen, da ist so viel drin, was einem zum Nachdenken und zum Nachspüren bringt, auch in dieser Zeit oder speziell in dieser Zeit. Leben ohne Stress ist extrem wichtig, um bei sich selbst bleiben zu können. Und somit sind wir jetzt bei der Live-Botschaft der 115. Lichtlesung angelangt, die hier fortgegeben wurde. Und sie trägt den Titel Zwischen den Dimensionen. Viele Menschen fühlen sich ja heute so, dass sie irgendwie im Geist schon die neue Erde verwirklicht haben oder visualisieren und dann aber hier mit der 3D, mit der oft beinhart fast schon brutalen 3D-Wirklichkeit konfrontiert sind und in diesem Spannungsfeld die Balance zu finden, glaube ich, ist heute die Herausforderung. Zwischen den Dimensionen, die Live-Botschaft von Sanat Kumara. Täglich mehrmals wandert und pendelt ihr zwischen den Dimensionen der 3D-Erde und der 5D-Welt. Das fordert euch ganz und beansprucht eure ganzen Kräfte. Ich bin Sanat Kumara, Mensch unter Menschen, Geist vom Geist und göttlich wie du. Geliebter Mensch, ich bin jetzt mit der Armada von Lichtwesenheiten, die diese Erde und dich durch diese Zeit begleiten, bei dir. Du bist genauso wenig alleine, wie die Erde nicht alleine ist bei allem, was sich jetzt ereignet und zuträgt. Es ist die Zeit der endgültigen Entscheidungen und die Zeit, in der ein jeder Mensch seine zukünftige Zeitlinie und seine zukünftigen Lebensumstände kreiert. Unübersehbar ist, dass die Tage des Wandels angebrochen sind. Transformation, Wandel, Abstieg
oder Aufstieg sind keine Theorie mehr, sondern alltägliche Praxis. Schon zeitigen die Entscheidungen der Menschen Folgen, denn das Schwert der Wahrheit geht durch Beziehungen, Freundschaften und Familien hindurch. Diese Tatsache fordert euch, euch, die ihr mit eurem eigenen wie mit dem Aufstieg der Menschheit befasst seid, heraus. Denn wäret ihr im Geiste in der fünften Dimension verankert seid, habt ihr es auf der körperlichen Ebene mit der Erde in der dritten Dimension zu tun. Euer Alltag ist voller Situationen, die ihr oft schon überwunden glaubtet, während euer spirituelles Wesen tiefe Freude und tiefes Glück in der lebendigen Verbindung mit Gott findet. In diesem Spannungsfeld gestalten sich eure derzeitigen Tage. Während die neue Erde noch nicht verwirklicht ist, tobt auf der alten Erde ein epischer Kampf. Was ist jetzt die beste Methode, um in dieser Phase des Aufstiegs für die, des Abstiegs für die einen und des Aufstiegs für die anderen sicher durch diese Zeit zu manövrieren und um geistig, seelisch und körperlich heil und gesund zu bleiben? Zuerst bitte ich dich, gib jeden Widerstand gegen die derzeitigen Entwicklungen auf. Gib vor allem den Widerstand und die Sorge darüber, dass sich so viele Menschen jetzt der Finsternis und nicht dem Lichte zuwenden, auf. Was jetzt geschieht, geschieht im Einklang der Menschen und durch die vorgeburtlichen Vereinbarungen mit deren Seelen. Viele verirren sich, und das ist genauso. Gewollt und vorhergesehen. Bitte mische dich weder mental noch energetisch in das Leben und in die Entscheidungen deiner Mitmenschen ein. Es sei denn, du wirst ausdrücklich darum gebeten. Die Dinge nehmen ihren Lauf und heute wird deine bedingungslose Liebe zu allem, was ist, auf die Probe gestellt. Heute kannst du dabei Meisterschaft erlangen. Denn die Entscheidungen von Menschen für den Pfad der Finsternis, für den Abstieg, finden in deinem nächsten Umfeld statt. Lass also los, meditiere dieses Thema, bis du alles von tiefster Seele aus annehmen und akzeptieren kannst. Als zweiten Punkt führe ich an, bitte vertiefe die Arbeit an deinen eigenen Sorgen, Ängsten und Themen. Achte mehr denn je darauf, dein Haus sauber zu halten und kehre vor der eigenen Türe. Bleibe innerlich auf Gott ausgerichtet und erkenne den tiefen Sinn deiner Existenz auf dieser 3D-Erde. Du bist Licht und leuchtest jenen, die sich selbst finden wollen. Und so sorge dafür, dass du dein inneres Leuchten niemals, dass dein inneres Leuchten niemals aufhört. Und dass die Flamme des Lebens niemals erlischt. Während sich in deiner Seele der Himmel auftut, erlebst du im Außen das Chaos der 3D-Erde. Diese Herausforderung gilt es zu meistern, denn erinnere dich bitte, wer du bist.
ein Meister, der dieses Leben gewählt hat, um sich zu vollenden. Hast du schlechte Tage, übergib alles Gott. Hast du gute Tage, teile deine Freude mit Gott. Gehe jeden Schritt mit Gott und nimm seine Präsenz im Herzen und im Alltag wahr. Kraft, Mut, Durchhaltevermögen und Gelassenheit, alles findest du in Gott. Und Geborgenheit und Liebe. Ich bin bei dir, allgegenwärtiges, allumfassendes Bewusstsein. Ich bin Anfang und Ende. Ich liebe dich unendlich. Sanat Kumar. Und erneut wurden wir auf uns selbst, an uns selbst erinnert, an die eigene Transformationsarbeit erinnert. Und Halt, Orientierung und alles, was wir brauchen, um durch diese Zeit zu manövrieren, finden wir in der Tat nur in uns selbst. Erneut wurden wir daran erinnert, wo die wahre Kraftquelle ist. Und eine Kraftquelle ist auch das neueste Buch, Gelassenheit im Sturm, das mir jetzt eine große Freude ist, zu präsentieren. Wir haben es schon 2 Wochen im Verkauf. Es wird sehr gut angenommen. Und das ist nach vielen Büchern, die mir schon durchgesagt wurden, das erste Buch von mir, weil es von mir ist. Das habe ich mir sozusagen selbst diktiert, vom Hohen Selbst. Und die Entstehung war sehr spannend schon. Nämlich, eines Tages bin ich aufgewacht und hatte so die fixe Idee. Also das ist bei mir sehr oft so, ich wache auf und dann habe ich so Ideen, das wird in der Nacht mir irgendwie eingespielt. Oft in Träumen, manchmal erinnere ich mich an nichts, aber es ist dann diese Gewissheit da. Und hatte diesen Impuls, den dringenden Impuls, den Menschen ein Buch vorzulegen mit kurzen Kapiteln mit Weisheiten, wo sie sich dann, so wie Haltegriffe für diese Zeit, aber auch jenen Menschen, die mit Spiritualität vielleicht nicht unbedingt viel zu tun haben. Manche Bücher, die ganz tief ins Spirituelle hineinreichen, sind für manche Menschen einfach, würde ich sagen, zu viel. Und da hatte ich diese Idee, diesen Impuls, ein Buch vorzulegen, um vielleicht auch Menschen wo abzuholen, die wir bisher noch nicht erreichen konnten. Und am selben Tag kam dann plötzlich das Vorwort durch von Babaji, indem er mir sagte, dass eben das mein Buch ist, das diktiere ich mir sozusagen selbst, kein aufgestiegener Meister. Und dann auch gleich alle 10 Kapitel kann man gleich am ersten Tag durch. Und dann habe ich schon gewusst, ah, das nimmt Tempo auf. Und innerhalb von 3 Wochen war es dann wirklich fertig geschrieben. Völlig überraschend. Ich habe zu dieser Zeit gerade am Band 10 der Meisterdialoge gearbeitet. Dieses Buch wird dann im Juni bei der Lichtlesung präsentiert. Ist jetzt, wird endbearbeitet, geht bald in den Druck. Das Buch heißt dann Vollendung, ich nehme es gleich vorweg, ist ein wunderbares Buch, also an den habe ich gearbeitet. Und dann kommt das sozusagen dazwischen und ist in 3 Wochen fertig. Das schnellste Buch auch, was ich geschrieben habe in einer kürzesten Zeit. Ganz im Gegenteil dazu, Delos Band 2 schreibe ich schon 2,5 Jahre, da tut sich nichts, würde ich fast sagen, 2 Kapitel sind das durch. Da braucht es aber noch eine andere Zeitqualität fürs bessere Verständnis, weil viele Menschen fragen schon, wo ist Delos 2? Das wird noch etwas brauchen. Hier geht es aber um Gelassenheit im Sturm. Hier geht es darum,
dass wir in dieser Zeit Gelassenheit entwickeln. Und wie wir das bleiben können, steht hier in 10 wunderbaren Kapiteln. Ich selbst hatte beim Schreiben schon so viel Freude und wie es dann fertig war, umso mehr. Die Kapitel sprechen für sich, die 10, ich lese jetzt, bevor ich Ihnen dann ein Kapitel ganz präsentieren möchte. Ich lese jetzt die Überschriften vor, die Themen der Kapitel, lebe das eigene Leben, so beginnt das Buch. Arbeite mit Liebe und nicht zu viel. Habe Mut, Gefühle zu zeigen. Finde und pflege Freundschaften. Erlaube dir, glücklich zu sein. Halte Energievampire fern. Liebe dich selbst. Lebe in wachsenden Rindern. Und Wertschätzung und Dankbarkeit. Und dann noch ein Nachwort oder ein Epilog von Sanat Kumara. Was mich auch sehr zu diesem Buch inspiriert hat, ist, ich habe vorher mal gelesen, dass es, ich habe es bei einer Lichtlesung auch gebracht, dass es so viele Dinge gibt am Sterbebett, die Menschen bereuen, und da gibt es immer ähnliche Ursachen, dass die Menschen eben nicht ihr Leben gelebt haben, dass sie zu viel gearbeitet haben, dass sie die Freundschaften zu wenig gepflegt haben. Also das ist alles dann am Sterbebett bei vielen Menschen das Thema, dass sie irgendwo eben vielleicht etwas versäumt haben. Und dann habe ich gesagt, na, dann könnte man den ja vorbeugen. Und so ist dieses wunderbare Buch entstanden. Und zur Präsentation heute habe ich ausgesucht das Kapitel Erlaube dir, glücklich zu sein. Ich glaube, speziell auch in diesen Tagen ist es wichtig, dass man diese innere Freude am Leben und das Glück immer wieder entfacht. Erlaube dir, glücklich zu sein. Aus dem neuen Buch Gelassenheit im Sturm. Suchst du nach Glück oder hast du es schon gefunden? Wartest du auf den großen Moment oder pflückst du dein Glück Tag für Tag neu? Kreisen deine Gedanken um Vergangenheit und Zukunft oder lebst du im Jetzt? Weißt du, dass du außergewöhnlich bist und dass du Außergewöhnliches vollbringen kannst? Du bist keine Imitation von etwas oder eine Kopie. Du bist keine Laune der Natur, sondern der Atem Gottes. Du bist einmalig und als einmaliger Mensch mit einmaligen Fähigkeiten ausgestattet. Im Begreifen dieser Wahrheit liegen Glück oder Unglück. Reden wir zuerst vom Unglück. Unglück entsteht aus zwei Gründen. Erstens, weil du unzufrieden bist mit dem, was jetzt ist. Oder zweitens, weil du teilnahmslos durchs Leben trottest und vor jeder Initiative zurückschreckst. Du kannst alles besitzen und unglücklich sein oder nichts haben und im Glück baden. Wenn du dein Glück nicht sehen oder wahrnehmen kannst, hilft dir gar nichts. Deine schöne Frau, die dich liebt, die gesunden und klugen Kinder, ein Job, der dir viel Geld und Anerkennung bringt, Freunde, die dich wertschätzen, können dich unglücklich machen, wenn du dein Glück nicht sehen kannst. Solange du kein Auge für das Glück hast, bist du vom Unglück umgeben. Das liegt aber weniger an der Umgebung als an dir. Die Blumen blühen, auch wenn ein Blinder vorbeikommt. Dein unruhiger Verstand ersinnt gerne ungestillte Bedürfnisse, die dich vom Glück abhalten. So bleibst du unruhig und trachtest immer nach der Erfüllung von neuen Wünschen. Glück entsteht aber erst dann, wenn du mit dem, was ist und mit dem, was du hast, in Frieden und im Glück bist. Solange du wie ein Hase der Karotte vor der Nase nachjagst, gibt es kein Glück. Du kannst alles haben, was dein Herz begehrt und dein Verstand ersinnt und bist dennoch unglücklich. Folgende Sufi-Geschichte illustriert, welche Medizin Abhilfe schaffen kann. Die Geschichte trägt den Titel Der Weg zum Glück.
Ein Weiser wanderte einmal durchs Land. Da sah er einen Mann am Wegrand sitzen. Er hatte sein Gesicht in seinen Händen verborgen und jammerte und seufzte. »Was bedrückt dich so?« fragte der Weise. »Kann ich dir helfen?« »Niemand kann mir helfen, Bruder«, antwortete der Wanderer. »Nichts auf dieser Welt kann noch mein Interesse wecken. Ich habe genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen, daher habe ich mich auf die Reise gemacht, um etwas Besseres zu finden als das Leben, das ich bisher geführt habe. Aber vergebens, bis auf den heutigen Tag hat meine Suche nach Glück mir nichts Schönes oder Erfreuliches gebracht.« Der Weise schüttelt wortlos den Kopf und überlegte einen kurzen Augenblick. Dann griff er beherzt nach dem Rucksack, den der Mann neben sich liegen hatte, und rannte, so schnell er konnte, in Windeseile davon. Da er sich in der Gegend gut auskannte, hatte er bald einen großen Vorsprung vor dem Reisenden erreicht. Hinter einer Wegbiegung stellte er den Rucksack wieder an den Straßenrand und versteckte sich hinter einem Busch. Nicht lange darauf schleppte sich der Wanderer den Weg entlang. Er ächzte vor sich hin, klagte und stöhnte. Doch als er plötzlich seinen Rucksack am Wegrand entdeckte, sprang er vor Freude hoch in die Luft und pries sein Geschick. »Es gibt viele Wege zum Glück«, schmunzelte der Weise hinter seinem Busch. Das ist ein einfacher und effizienter Weg zum Glück. Manchmal vergessen wir einfach, was wir haben und wie viel Glück uns umgibt. Je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wir haben, und nicht auf das, was uns fehlt, desto glücklicher sind wir. Glück wird also in dem erreicht, in dem wir das, was schon existiert, schätzen und lieben. Glück oder Unglück, es sind nicht die Ereignisse, die das bestimmen, es ist eine Wahrnehmung, auf die es ankommt. Insofern hängt dein Glück immer auch davon ab, ob du einen Sinn im Leben sehen und ob du deine alltäglichen Beschäftigungen als sinnvoll erachten kannst. Bin ich mit meiner inneren Stimme, dem Gewissen, durch das sich Gott bemerkbar macht, verbunden? Habe ich eine Orientierung im Leben? Vertraue ich meinem inneren Kompass? Kann ich das Flüstern Gottes als innere Stimme und Führung wahrnehmen? Dann ist der Weg das Ziel. Du bist glücklich, auch dann, wenn du manches womöglich nicht sofort erreichst. Was kümmert dich die Zukunft, wenn du jetzt glücklich bist? Geht es um dein dauerhaftes Glück? Dann ist es wichtig zu verstehen, wer du wirklich bist. Nach dieser Erkenntnis öffnet sich das Glück für dich. Alles beruhigt sich, die Suche endet. Du hast nicht nur dein Glück, sondern dich selbst gefunden. Du bist ein einmaliger Ausdruck Gottes. Doch warum leben so viele Menschen immer noch ein beliebiges Leben? Sie trotten dahin, sind ohne Initiative und warten nur auf das Sterben. Bestenfalls ahmen sie nach. Wie Kopiermaschinen greifen sie fremde Ideen auf, anstatt etwas Eigenes und Einzigartiges zu erschaffen. Sie sind einfach nicht sie selbst. Wusstest du, dass dich Gott mit einmaligen Fähigkeiten ausgestattet hat? Niemand hat deine Talente. Niemand kann tun, was du tun kannst. Niemand ist wie du. Dennoch glauben die meisten Menschen, diesem oder jenem Trend nachjagen zu müssen. Sie kleiden sich nicht nur mit Nike, sondern sie werden zu Nike, zu einer Marke. Sie werden aber nicht sie selbst. Das Ich braucht fremden Schmuck, bis es aufhört zu existieren. Und zum Selbst gibt es keine Verbindung mehr. Wie weit entfernt muss da die Wahrnehmung von den eigenen Aufträgen sein? Anstatt selbst die Initiative für etwas Außergewöhnliches zu ergreifen, geben sie sich mit einer Nachahmung zufrieden und erreichen nie das Glück.
Führst du ein 1-PS-Leben oder willst du mehr Energie auf die Straße deines Lebens bringen? Paramahansa Yogananda sagte: Mein Guru Swami Sri Yukteswar pflegte zu sagen: Vergesst nie, wenn ihr wahrhaft göttlichen Glauben besitzt und euch etwas wünscht, was es in diesem Universum nicht gibt, wird es für euch erschaffen werden. Ich besaß jenen unerschütterlichen Glauben an meine innere Kraft, an die geistige Kraft meines Willens und habe immer wieder festgestellt, dass sich neue Gelegenheiten boten, die mir das verschaffen, was ich anstrebte. Die in euch schlummernde Kraft der Initiative ist noch unentwickelt, ungestaltet, unerforscht, ungebraucht. Diese Kraft ist jeder Seele eingeboren. Sie wurde jedem von euch verliehen, aber ihr habt noch keinen Gebrauch von ihr gemacht. Sagt Paramahansa Yogananda. Willst du die in dir schlummernden Kräfte wecken? Setze dich ganz einfach mit dieser einfachen Frage auseinander. Beschäftige ich mich mit Dingen, die meine innere Stimme bejaht? Umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun? Kann ich meine innere Stimme klar wahrnehmen? Und handle ich danach? Es ist ein bekanntes Geheimnis. Alles Glück liegt in dir selbst. Wenn du mit dir selbst verbunden bist, ist das Glück nicht fern. Und es ist immer gut zu wissen, wo du nach dem Glück suchen sollst. Es kommt eine Geschichte von Nasruddin. Eines Tages wurde Nasruddin also gesehen, wie er draußen auf der Straße etwas suchte. Ein Nachbar kam und fragte ihn: Meister, was suchst du? Nasruddin antwortete: Ich suche den Schlüssel zu meinem Haus. Sie suchten nun gemeinsam eine ganze Weile in der glühenden Sonne die Straße ab, ohne den Schlüssel zu finden. Schließlich sagte der Nachbar: Meister, versuch dich doch einmal daran zu erinnern, wo du den Schlüssel verloren hast. Nasruddin sagte: Drinnen im Haus. Aber warum suchst du denn jetzt hier draußen? Ja, mein Lieber, erstens ist das Schloss zugefallen und ich komme nicht hinein. Und zweitens ist es hier draußen viel heller und leichter, etwas zu suchen. Du suchst nach dem Glück am falschen Ort und womöglich hast du den Schlüssel für dein Inneres verloren. Durch spirituelle Übungen, durch Bewusstsein und Transformationsarbeit, durch Meditation, das Gebet und Achtsamkeit wirst du diesen Schlüssel finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann aus einem durchschnittlichen Menschen ein außergewöhnlicher Mensch wird. Ein jeder Mensch ist außergewöhnlich. Durchschnittliche Menschen dürfte es auf dieser Erde gar nicht erst geben. Jeder Mensch kann etwas erschaffen, was vor ihm noch keiner getan hat. Das ist die Grundintention einer Seele, sobald sie sich auf der Erde verkörpert. Und das Glück? Es stellt sich von selbst ein, sobald du daran gehst, dein Leben zu leben. Viele schlafwandeln durch das Leben und sind weder wach, noch träumen sie. Was kann Gott dir erfüllen, wenn du gar nicht bei Bewusstsein bist? Diese Welt ist voller Schlafwandler. Willst du wirklich dazugehören? Es gibt doch schon alles auf dieser Welt. Was könnte ich Außergewöhnliches dazu beitragen? Wenn du so denkst, dann hast du resigniert. Initiativ zu werden heißt, in sich hineinzuspüren und das Außergewöhnliche, deine Einmaligkeit sehen können. Ergreife die Initiative. Experimentiere mit deinem Leben. Verbessere zunächst Dinge, die es schon gibt. Sei zuerst ein guter Nachahmer, am besten der Beste. Im zweiten Schritt vertraue dir und erschaffe Dinge, die es noch nicht gibt. Womöglich stellt sich der Erfolg nicht sofort ein. Dann bleibe dabei, gib nicht auf, sondern lass dich von deiner inneren Stimme führen. Durch deine innere Stimme offenbart sich dir Gott. Das ist der Schlüssel für dein Glück.
Du bist ein Riese und hältst dich ein ganzes Leben lang für einen Zwerg. Bist du glücklich damit? Gerade heute, da die ganze Welt im Umbruch ist, ist dein Aufwachen entscheidend. Entwickle dich in deine Aufträge hinein. Werde von einem 1 PS zu einem 10 PS und schließlich zu einem 100 PS Menschen. Du hast mehr Talente in dieses Leben mitbekommen, als du glaubst und vor allem, als du nutzt. Rüttle dich wach, indem du dir sagst, Kraft meines göttlichen Bewusstseins aktiviere ich die höchste menschliche Fähigkeit, nämlich die Eigeninitiative. Widme den kleinen Dingen genauso viel Achtsamkeit wie den großen Dingen. Mache die Dinge wirklich gut, sodass du dich danach gut und glücklich fühlst. Mache das, was dir Glück verschafft, und erkenne das Glück, das du bereits hast. Glück heißt zu lieben, was du tust, und nicht nur zu tun, was du liebst. Spiele deine Rolle in diesem Leben, sie ist einmalig, wie du einmalig bist, ob König oder Hofnarr, erkenne, dass es eine Rolle ist. Identifiziere dich nicht damit, doch spiele sie gut und lebe sie mit ganzer Hingabe. Wenn du dein Leben lebst, wirst du immer von Gott Kraft und Orientierung erhalten. Wenn du initiativ bist, stellst du dir die Frage nach dem Glück nicht mehr. Du hast einfach keine Zeit dafür. Werde dein Meister, lebe dein Leben und erlaube dir, glücklich zu sein. Damit kommst du schließlich auch der Erleuchtung, dem eigentlichen Ziel einer jeden Seele, näher. Nasruddin besuchte den Basar. Eine große Schar von Menschen folgte ihm. Egal, was er auch tat, die Menschenmenge machte es ihm sofort nach. Ging er zum Beispiel ein paar Meter, hielt dann an, verbeugte sich und rief Om, 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 dann tat die Menschenmenge es ihm gleich. Ein befreundeter Händler fragte Nasruddin, was tust du da und warum machen es dir alle nach? Ich bin ein Sufi-Guru geworden, antwortete Nasruddin. Und dies alles sind meine Anhänger. Ich führe sie zur Erleuchtung. Woran merkst du, dass sie ihr Ziel erreicht haben? Das ist eine ganz simple Sache. Jeden Morgen zähle ich die Anhänger. Diejenigen, die gegangen sind, haben die Erleuchtung erlangt. Auch eine sehr schöne Geschichte. Und dann abschließend. Das Glück hängt von dir ab. Du bist verantwortlich für dich. Wer sollte es sonst sein? Gurus sind nur dafür gut, dass du sie eines Tages verlässt. Denn ein wirklich guter Schüler schmiedet sein Glück selbst und ist selbst sein Meister. Alles, was danach kommt, ist Gott. In diesem schönen Kapitel von Gelassenheit im Sturm mit dem Weg zum Glück, zum alltäglichen Glück, möchte ich auf jeden Fall vielen Dank sagen für alle, die daran mitgearbeitet haben. Gelassenheit im Sturm, halte ich jetzt nochmal so in die Kamera. Den schönen Satz, der hinten steht, die Blumen blühen, auch wenn ein Blinder vorbeikommt, der ist auch am Buch Rücken zu finden. Wieder ein super Cover von Andrea Percht. Ich möchte allen, die das möglich machen, dass so viele Bücher bei uns erscheinen, an dieser Stelle danken. Da sind wirklich viele Menschen beteiligt, sei es die Druckerei, sei es das Lektorat, das Layout. Sind Sie, liebe Leser, durch Ihre finanziellen Unterstützungen, die uns dieses Tempo jetzt möglich machen, speziell auch das Auflegen von Büchern, die wir ja schon im Verkauf haben, das Neue- und Wiederauflegen, ist nur dadurch möglich. Es ist unsere große Freude und vielen Dank dafür. Ganz vielen Dank.
meinem Bruder Karl, der das alles mit mir gestaltet, und meiner Frau und meinen Kindern, die mir extrem viel Freiraum geben, damit ich so viel tun, auf der Ebene tun kann. Vielen Dank. Es kommt dann am Ende der Lichtlesung noch eine, zwei Seiten aus diesem Buch. Ja. Das ist eine stürmische Lichtlesung. Sturm ist vorbei, Gelassenheit im Sturm. Das war schon der kleine Sturm. Ich möchte noch die Gelegenheit der Präsentation jetzt noch ergreifen, um noch etwas kurz zu präsentieren. Etwas, was wir schon im Verkauf haben, nur jetzt ist das ganz neu definiert worden, noch hochwertiger gemacht. Sie sehen es hier schon stehen. Das sind diese Symbole, die wir auf Holz haben, Druck auf Holz. Die sind wirklich super, und jetzt ist da der Karl eine Firma gefunden, entdeckt in Tirol. Die machen das noch hochwertiger, als es ohnehin schon war. Das ist dieses Symbol, wenn Sie es hier sehen. Ich deute da hin. Und das bekommen Sie so verpackt, geliefert, natürlich dann noch was drüber. Und das ist sehr schön, Sie sehen schon, so zeigt sich das dann. Viel Freude damit, steht auch, dann gibt man das weg. Da haben Sie hier das tolle Symbol. Das ist zum Beispiel das Christusbewusstsein-9-Symbol. Können Sie da rausnehmen. Das bietet, ich gehe jetzt nicht darauf ein, was das alles kann. Das können Sie alles auf der Homepage lesen, Christusbewusstsein-9. Aber bietet umfassenden Schutz. Das kommt auch vor bei uns, bei den Anhängern. Können Sie auch ausdrucken als PDF, also ganz kostenlos zum Download. Ist zusammengefasst vor allem Schutz vor elektromagnetischen Strahlungen. Auch als Armband kommt das vor. Wir haben so Armbänder, so wie hier. Und eben hier aus Holz zum Aufhängen. Das strahlt dann wunderschön in die Wohnung oder in den Raum hinein. Und das ist die Firma Elwood aus Tirol, alles Handarbeit. Da gibt es in zwei Versionen, 15x15 und 20x20 cm. Und jedes Stück ist somit ein Einzelstück. Es riecht auch herrlich. Man hat leider das Geruchsfernsehen noch nicht. Wenn Sie das jetzt riechen könnten, wäre sehr schön. Sie können das aufhängen, hinten haben Sie dann so, kriegen Sie auch Schraube mitgeliefert, können Sie das aufhängen, oder so wie es hier schön steht, so aufstellen. Also wirklich hochwertig, wunderschön. Wir haben das Christusbewusstsein 9 Symbol auf Holz in dieser Ausführung und dann noch das Christusbewusstsein. Das müsste sein, das 13er Symbol, das Ich Bin Symbol. Da haben wir jetzt die andere Größe. Und da strahlt natürlich auch das Ich Bin Symbol, ist fürs Selbstbewusstsein, stärkt das Selbstbewusstsein, wenn Sie das wo hängen haben, oder aufgestellt im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, wo auch immer. Das strahlt dann in den Raum und stärkt. Ist wirklich wunderbar. So, dass diese Präsentation wollte ich unbedingt noch bringen. Mit solchen Sachen haben wir dann immer selbst so viel Freude. Und dass wir es jetzt anbieten können, ist umso schöner. Wir haben auch weitere Symbole, bitte auf der Homepage schauen. Jedes Symbol ist auch als Download zu haben, als kostenloser Download. Also speziell für Menschen vielleicht, die sagen, naja, ich möchte oder kann kein Geld ausgeben, weil es ist schon eine Zeit, wo es für viele schwierig ist. Nein, Sie können es auch runterladen und sich unter den Kopfpolster legen, und es wirkt. Ob es jetzt am Anhänger ist oder am Papier, das tut dem Symbol nichts, es wirkt. Es ist ja ein Symbol. Okay? Also schauen Sie sich um, machen Sie sich schlau. Es ist so viel
auf unserer Homepage dabei. Denn in 10, 11 oder 12 Jahren, so lange wie wir das jetzt machen, da kommt schon was zusammen. Und somit kommen wir jetzt zum nächsten. Und ich glaube, zu einem ganz zentralen Punkt dieser Zeit und zum nächsten Beitrag und zum nächsten Punkt der heutigen Lichtlesung, und zwar zur Impfung. Sie wissen, es ist momentan das Thema schlechthin, die Impfung. Ich meine natürlich, muss man nicht extra erwähnen, die Corona-Impfstoffe, die RNA-Impfstoffe. Und mich hat das vor am Beginn, also wie das so begonnen hat, wie Europa damit begonnen hat, das zu thematisieren, die Medien und dann Österreich und Deutschland sowieso dann verstärkt. Das war so Ende März, hat mich das sehr beschäftigt innerlich, und ich habe irgendwie zunächst nicht das Gefühl gehabt, dass ich da Botschaft kriege. Eigentlich überhaupt nicht. Weil es eh schon ein bisschen was gegeben hat und ich gewusst habe, da gibt es Medien, die werden da schon was kriegen, was Gescheites und was Richtiges, und da braucht es mich gar nicht dazu. Aber dann habe ich doch sehr rasch eine Botschaft gekriegt, und erst nachdem ich die erhalten habe, habe ich dann auch von anderen Medien schon gelesen, Botschaften, und die Übereinstimmung war dann doch sehr groß mit der Wirkung und so weiter, worauf da zu achten ist. Das ist ein Gespräch, hat sich dann entwickelt mit Meister Saint-Germain, die Corona-mRNA-Impfung. Das ist ein ausführliches Gespräch, es ist wirklich dem Thema angemessen. Und das ganze Gespräch wird natürlich am Blog veröffentlicht und ist dann auch im Buch Vollendung der Meisterdialoge 10 vollständig natürlich zu lesen. Ich bringe die wichtigsten Beiträge jetzt, die wichtigsten Einsichten, denn ich glaube, das Thema ist jetzt entscheidend, ist jetzt wichtig, und ich möchte nicht bis Juni warten, um das mit Ihnen zu teilen. Meister Saint-Germain sagt, die Zeit, die euch angekündigt wurde, ist gekommen. Die Spreu trennt sich vom Weizen und kein Stein bleibt auf dem anderen. Diese Worte Jesu erfüllen sich in diesen Tagen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, das ist meine Anmerkung, steht in der Bibel. Und das Schwert reicht quer durch Freundschaften und Familien hindurch, sagt Meister Saint-Germain, und weiter. Die Tage, an denen sich die Menschen entscheiden, sind angebrochen. Das am Thema der Corona-Impfung zeigt sich, was ein Mensch gewählt hat. Erneute Erfahrungen auf einer niedrig schwingenden Ebene des Seins oder aber den Abschluss dieser Reise und den Neubeginn auf einer hochschwingenden Erde. Abstieg oder Aufstieg, das ist jetzt die Frage, vor der ein jeder Mensch steht. Verlasst euch darauf, ein jeder Mensch tritt trotz dieser manipulativen Umstände, trifft trotz dieser Umstände die richtige Entscheidung. Gemäß seiner Reife und seines Bewusstseins denkt und handelt der Mensch. Er lenkt sein Leben nach seinen inneren Visionen und Vorstellungen. Dann führe ich einiges aus, und dann geht es weiter mit Meister Saint-Germain, die Liebe und das Schwert. Diese Zeit ist die Einladung zur bedingungslosen Liebe. Vieles kann nur unter dem Aspekt der bedingungslosen Liebe verstanden und geheilt werden. Warum so viele Menschen so wenig durchschauen? Weil sie einen Vorhang vor ihrem Bewusstsein haben, damit sie bestimmte Erfahrungen machen können. Auch wenn es schmerzvoll ist, diesen Menschen in ihrem selbstgewählten Leid zuzusehen, jeder verdient es, für seine Entscheidung respektiert zu werden. Dann ich, bedingungslose Liebe auch für Bill Gates und die üblichen Verdächtigen, frage ich nach. Darauf sagt Meister Saint-Germain, kennst du einen anderen Weg, um Hass und Ängste in Liebe umzuwandeln?
liebt bedingungslos und grenzt euch gleichzeitig ab. Menschen und Situationen, die euch schaden wollen, gilt es auf Distanz zu halten oder abzuwehren. Auch die Liebe bedarf manchmal des Schwertes. Jeder, der energetisch arbeitet, weiß, oder der meditiert und vielleicht auch in anderen Dimensionen sich bewegt, weiß, wie wichtig das Lichtschwert ist. Da nicht alle Menschen lieben, genauso wie sie sind, an die Arbeit, also kann ich nur sagen. Und mich hat dieses Thema sehr beschäftigt, das heißt sehr lange in mir gearbeitet. Und wenn ein Thema so lange in mir arbeitet, dann wird das immer auch im Außen gespiegelt. Ja. Dann erhalte ich ganz viele Hinweise auf eben eine Botschaft, die sich ankündigt oder auf etwas. Und eben jetzt alle lieben, und in dem Moment, wo mich das so umtreibt, greife ich zu einem Buch, das liegt von Paramahansa Yogananda, die universelle Liebe hinter allen unseren Beziehungen. Wunderschönes, schmales Buch, hat mir meine Frau geschenkt. Und dort schlage ich bei Zufallsprinzip eine Seite auf, und da steht: Mein Meister Sri Yukteswar fragte mich einmal, liebst du die Menschen? Ich antwortete, nein, ich liebe nur Gott. Das ist nicht genug, erwiderte er. Später fragte er mich erneut, liebst du die Menschen? Mit einem glückseligen Lächeln antwortete ich, frage mich nicht. Er konnte sehen, dass meine Liebe nun zu umfassend war, als dass ich darüber hätte sprechen können. Diesmal lächelte er nur. Und dann führe ich meine Gedanken weiter aus. Ich weiß nicht, wie sehr ich, also ich, die Menschen liebe, aber wenn ich denke, wie viele sich jetzt gegen Corona sozusagen immunisieren lassen oder lassen wollen, dann wird mir eng ums Herz. Manchmal aber empfinde ich gar nichts, wenn ich sehe, wie sich immer nur die Angst wählen, anstatt sich aufzurichten. Es ist ein Hin und Her von Gefühlen und Emotionen. Und ich glaube, vielen von uns geht es so. Momentan, wenn man sieht, wie viele Menschen nichts durchschauen, nichts kapieren, nichts verstehen, keine Unterscheidungskraft besitzen und nur in ängstlichen Korridoren ihre Entscheidungen treffen, dann wird einem schon schwer ums Herz. Aber da hilft dann, glaube ich, auch die heutige Live-Botschaft. Und dann sagt Meister Sanjami weiter, es ist ein kollektives Angstmuster, das hier aktiviert wird, und das wirkt sich aus, mal stärker und dann wieder schwächer, auf dich. Das heißt, in so Situationen geht es mir dann manchmal halt auch nicht so besonders, wenn mich so die Wucht des Alltags erreicht. Dann sage ich, ich habe gehört, dass die Menschen, und wir kommen jetzt zur Wirkungsweise schon der Impfung, habe gehört, dass die Menschen, die sich impfen lassen, kollektiven Selbstmord begehen. Deshalb haben auch Menschen, die niemals an Selbstmord denken, plötzlich Selbstmordgedanken. Es ist eine Übertragung aus dem Kollektivmotiv vieler Menschen. Mir kam der Gedanke zum Glück noch nie, aber ist da was dran? Viele Statistiken sagen ja heute auch, dass die Selbstmordrate sehr zunimmt. Das ist natürlich das einerseits diese Corona-Maßnahmen, auch die existenziellen Krisen, die sich jetzt entfalten. Aber es ist sicher auch energetisch noch ganz was anderes hinterlegt. Meister Saint-Germain sagt dazu, ja, das ist eine Tatsache, die Einfluss nimmt auf die Gedankenmuster von Menschen. Viele Menschen, die sich jetzt Corona impfen lassen, wissen, dass ihre Zeit auf dieser Erde abgelaufen ist und dass sie den Wandel nicht mitmachen werden. Sie wählen dieses Ausstiegsszenario. Dann frage ich, was bewirkt dieser mRNA-Impfstoff wirklich, Meister Saint-Germain? Das ist in wenigen Sätzen erklärt. Mit diesem Impfstoff werden Bausteine von künstlicher Intelligenz in den menschlichen Körper eingebracht. Es ist der Beginn der Umwandlung des Menschen zur Maschine. Des Weiteren erkennt der menschliche Körper in diesen Bausteinen eine massive Bedrohung. Das heißt, er beginnt mit einer Abwehr, die so radikal ist, dass auch gesunde Zellen dabei abgetötet werden. Der Körper führt Krieg gegen sich selbst.
Das natürliche Immunsystem des menschlichen Körpers kann den Eindringling nicht zuordnen und gerät aus den Fugen. Das heißt in der Folge, diese Menschen werden anfällig für Krankheiten, die bisher für das Immunsystem eine Kleinigkeit waren. Und schließlich der wichtigste Punkt, diese Partikel von künstlicher Intelligenz sorgen dafür, dass die Verbindung des Menschen zu seiner Seele unterbrochen und gestört wird. Folgen auf die erste Corona-Impfung weitere Impfungen dieser Art, so ist das irreparabel. Der Mensch verliert durch diese Impfung die innere Anbindung an das Göttliche. Das heißt, der Kontakt und Austausch mit dem Astral-Äther und Mentalkörper geht verloren. Allmählich verblasst der spirituelle Bezugspunkt im Leben. Die spirituelle Nabelschnur zum hohen Selbst und zur Seele wird durchtrennt. Und das ist ein Prozess. Also mit der ersten Impfung beginnt er. Deswegen wird er auch ganz bewusst gesagt, man muss sich vielleicht jährlich jetzt impfen oder halbjährlich, damit man so Schritt für die, die es überleben körperlich, eben von dieser Anbindung getrennt wird. Meister sagt schon mal weiter, dieser Impfstoff bedeutet die Umgestaltung des Menschen vom beseelten Wesen zu einem unbeseelten Roboter. Ein mit der Corona-Impfung versehener Mensch kann sich nicht mehr aufschwingen und bleibt zeitlebens in einem niedrigfrequentigen Schwingungsbereich. Viele, die sich bisher schon vom System vereinnahmen ließen, werden das gar nicht bemerken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es oft so, wenn ich so speziell in sehr belebten Gebieten unterwegs bin, in einer Großstadt eben, so wie in Wien, da habe ich oft das Gefühl, diese Menschen, sie sind wie entkernt, wie wenn da nichts mehr drin wohnt. Ein mit Corona-Impfung versehener Mensch kann sich nicht mehr aufschwingen und bleibt zeitlebens in diesem niedrigen Schwingungsfrequenzbereich. Und dann ist vom großen Sterben die Rede. Die erste Veränderung werdet ihr in den Augen der Geimpften wahrnehmen. Deren Augen verlieren das Leuchten und werden kalt. Man sagte, die Augen sind das Tor zur Seele, Tor zum Herzen. Und dort können sie das dann alles ablesen, in den Augen. Daraufhin werdet ihr fühlen, dass diese Menschen nicht mehr beseelt oder bewohnt sind. Sie fühlen sich an wie ein Haus, in dem niemand mehr ist. Auf der Körperebene beginnen die geimpften Menschen eine große Anfälligkeit für Krankheiten zu entwickeln. Das verlangt nach weiteren Therapien. Der toxische Kreislauf setzt sich fort und am Ende geschieht, was unausweichlich ist, das große Sterben. Hier ist in der Botschaft davon die Rede, aber mittlerweile haben sogar Wissenschaftler, und ich glaube sogar der ehemalige Pfizer-Chef, darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung, wenn so weiter geimpft wird, unweigerlich geschehen wird. Und an ich, heute ist mir dazu ein weiteres Jesuswort in die Erinnerung gerufen worden. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es retten. Das steht in der Bibel bei Markus 8, 35. Das scheint sich in diesen Tagen zu bewahrheiten. Und in der Tat, wenn ich das beobachte, alle, die sich jetzt impfen lassen wollen, die so einen Sog fast dorthin, die mit dem Sog, Propagandasog mitschwingen und mitgehen, die haben aus pure Angst um ihr Leben. Die sagen, ja, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und genau die betrifft dieser Bibelspruch. Meister Saint-Germain sagt dann, das Wort erfüllt sich, die Darlegung und um des Evangeliums willen ist falsch. Also hier steht ja, wer aber um sein Leben verliert, um meinetwillen und des Evangeliums willen. Also das ist sehr offensichtlich, dass dieser Satz ganz sicher nicht von Jesus gesagt wurde. Es ist eigentlich sehr eine schöne offensichtliche Fälschung oder Hinzufügung, wie auch immer, von jemandem, der das halt geschrieben hat für die Kirche. Und hier sagt Meister Saint-Germain, und um des Evangeliums willen ist falsch. Dieser Abschnitt wurde später von den Kirchengelehrten, steht hier hinzugefügt, um der offiziellen Verkündigung eine Legitimation zu geben.
Dann meist das dann schon mal weiter. Was ich heute hier trinke, ist ein grüner Tee und Salbeitee. Tut meiner Stimme extrem gut. Ich hatte heute noch keine Schwierigkeiten. Also diese Flüssigkeit, um allen Spekulationen vorzubeugen. Dann meist das dann schon mal weiter. Vielen wollen durch die Corona-Impfung ihr altes Leben zurückerlangen. Das scheitert. Denn für die Geimpften gibt es immer nur Freiheit auf Zeit und das alte Leben kommt für niemanden jemals wieder. Das alte Leben sollte für euch gar nicht erstrebenswert sein. Denn war das alte Leben wirklich glückselig machend? Oder aber gab es an allen Ecken und Enden dieser Welt Mängel, Unrecht und Elend? Die Situation der Menschheit war auch vor dieser Corona-Inszenierung äußerst therapiebedürftig. Deshalb begreift diese Zeit als Segen und als das, was sie in Wahrheit ist, die Chance zum lichtvollen Wandel. Was sich jetzt ankündigt, ist eine neue Menschheit, jedoch nur mit jenen Menschen, die sich aufschwingen können und aufschwingen wollen. Und im Jahre 2016 wurde mir bereits von Asana Mahatari eine Botschaft übermittelt und die habe ich da auch in Auszügen, die eigentlich genau auf das hinweist, was jetzt geschieht. Für alle, die nicht wissen, wer Asana Mahatari ist, das ist der spirituelle Name von Meister Saint-Germain in diesem Leben, denn er ist wieder verkörpert als Mensch unter uns und dieser Name bedeutet Sitz des himmlischen Friedens. Hat nichts mit der Spionin aus Indien zu tun, Mahatari, glaube ich, hat die geheißen. Haben wir schon Mails bekommen? Die haben gesagt, das ist ein komischer Name, das kann überhaupt nicht stimmen. Nein, nein, heißt Sitz des himmlischen Friedens, Asana, Sitz Mahatari des himmlischen großen Friedens. Und in dieser Botschaft 2016 ist vom großen Ereignis die Rede, das große Ereignis, und da steht Folgendes. Die Dinge spitzen sich zu, es herrscht eine bedrückende, für manche erdrückende Ruhe, die eine große Entladung ankündigt. Und wir sind jetzt, glaube ich, in dieser Entladung drin. Es wird und muss geschehen, dass einer breiten menschlichen Öffentlichkeit bewusst wird, was zwischen Himmel und Erde existiert. Das Erwachen der Menschheit ohne sichtbaren Zeichen des Himmels würde noch Äonen dauern. Solange kann aber der große Wandel nicht mehr aufgeschoben werden. Die Zeitqualität verlangt es, dass sich bestimmte Veränderungen jetzt einstellen. Und so ist jetzt eine Ruhe wahrzunehmen, die auf ein großes Ereignis hinweist. Dann frage ich, welches große Ereignis? Die Auflösung bisheriger Strukturen in der Gesellschaft und das Ende der Welt, wie sie bisher war, genau das erleben wird. Dies betrifft die wirtschaftliche, politische, religiöse Ebene des menschlichen Zusammenlebens und betrifft die Geologie des Planeten. Alles stellt sich um und es geht für planetare und kosmische Maßstäbe sehr rasch vonstatten. Dann frage ich, wie lange, also 2016 frage ich, wie lange dauert das noch? Asana Mahatari, es ist bereits im Gange, die Folgen dieses Vorgangs werden mit jedem neuen Ereignis, mit jeder Entladung und Berichtigung gravierender, bis die Welt nicht wieder zu erkennen ist. Dann frage ich, werden viele Menschen sterben? Asana Mahatari, viele, sehr viele Menschen werden diesen Ort verlassen. Damit die Erde heilen und die Menschheit wieder zueinander finden kann, müssen jene Menschen, die dem entgegenwirken, diese Welt verlassen. Sie alle werden auf der anderen Seite des Schleiers in Liebe empfangen und es ist für jede Seele gesorgt. So sorgt euch nicht, seid aber bereit für diesen Wandel, denn wahrlich, es wird still auf dieser Welt. Also das war jetzt 5 Jahre vor diesem Corona-Ausbruch. Und dann frage ich konkret nach. Das heißt, aufgrund der Corona-Impfung werden viele Menschen sterben. Darauf sagt Meister Saint-Germain, es werden viele Menschen diese Ebene des Seins verlassen. Viele, die an ihrem Leben klammern, werden es verlieren. Und viele, die bereit sind, es herzugeben,
werden es gewinnen. Und wer gibt das Leben aus meiner Sicht jetzt sozusagen her, wer sich da nicht einfangen lässt, wer vielleicht auch für eine Zeit lang auf etwas verzichtet, wer sagt, okay, wenn ich das nicht darf, weil ich nicht geimpft bin, okay, ist es halt so. Okay? Wer Einschränkungen bereit ist, in Kauf zu nehmen, glaube ich, der wird den langen Atem haben. Wer jetzt sagt, ich möchte unbedingt wieder alles so haben wie vorher, ich lasse mich halt impfen, damit ich das dann bekomme, was dann am Ende nicht einmal so funktioniert, aber es wird suggeriert, der, glaube ich, wird mit ganz anderen Themen konfrontiert sein danach. Da wird das Nicht-Reisen-Können das kleinste Problem sein. Dann frage ich, wie viele Menschen sind das in Zahlen? Meistens sagen wir, es kommt darauf an, wie viele Menschen von den lichten Mächten jetzt noch erreicht werden. Denn eines ist gewiss, das panische Vorgehen der Kräfte des kalten Lichts trägt zum Aufwachen sehr vieler Menschen bei. Das erleben wir auch. Wie viele Menschen das am Ende sein werden, ist abzuwarten. Auf jeden Fall wird sich die Erdbevölkerung deutlich verringern, denn sehr viele Menschen wollen und können den Aufstieg weder mitmachen noch mitgestalten. Viele sind auch, möchte ich hinzufügen, nur Zuseher. Die machen weder mit, noch können sie was mitgestalten, wie es hier steht. Sondern sie schauen nur zu. Boah, unglaublich, was hier passiert. Und dann gehen sie wieder. Das ist so wie ein Riesenspektakel. So wie wenn ich in den Zirkus gehe und zuschaue. Ich kann dort nicht turnen, wie die turnen. Ich kann gar nichts, aber ich bin erstaunt, was die können. Wir haben jetzt sehr viele Seelen, da kann man sich hier in einem Mega-Abenteuer und staunen, was hier alles möglich ist, was hier alles passiert. Aber sie wollen weder mitmachen noch mitgestalten, nein, nur zuschauen. Und irgendwann ist genug zugeschaut und dann ging's. Dann sage ich, mich beschäftigt jetzt die Frage, ob es irgendeine Möglichkeit der Heilung gibt. Wenn jemand eine Impfung eben erhalten hat und dann vielleicht draufkommt, puh, war doch nicht so gut, kann man das irgendwie ausleiten? Kann man da irgendwas tun? Darauf sagt Meister Saint-Germain, das ist möglich, doch nur bei den wenigsten. Hierfür bedarf es der Bewusstheit des Menschen und einer sehr hohen und konstanten Eigenschwingung. Die Frage ist, warum hast du dich impfen lassen? Ein bewusster Mensch, jemand, der mit sich selbst im Reinen ist und der in einer höheren Schwingungsrealität lebt, wird von dieser Impfung Abstand halten. Es gibt jedoch Ausnahmefälle, bei denen rohe Gewalt im Spiel ist oder andere Gründe, die eine Impfung unausweichlich machen. Also wenn das irgendwie nicht selbst verschuldet ist, mit Gewalt, oder meine ich nicht psychische Gewalt, sondern physisch. Und wenn man innerlich das komplett von sich weiß, und da kommt jetzt eine wundervolle Notfallanrufung, allen Menschen, die sich einer Corona-Impfung nicht entziehen können, sich aber selbst mit ganzer Seele dagegen wehren und sich der negativen Folgen voll bewusst sind, lege ich folgende Notfallanrufung von Erzengel Metatron oder durch, hier wird der Erzengel Metatron angerufen, in die Seele. Und die geht so, die Notfallanrufung. Ich bitte, wir können uns ja auch noch Ihren Namen sagen, ich bitte Erzengel Metatron, alle schädlichen Stoffe dieser Impfung zu neutralisieren. Ich bin mir bewusst, was jetzt geschieht. Ich danke für diese Gnade. Diese Anrufung ist für den Notfall und ich sage dir, die meisten Menschen glauben, sie befinden sich in einer Notsituation. Dabei würde ein einfaches, aber deutliches Nein zur Corona-Impfung reichen, um unversehrt zu bleiben. Denn die, die das veranstalten, brauchen deine Zustimmung. Sei dir deiner Macht bewusst, Mensch. Dann frage ich, was geschieht mit einem Menschen, der von seiner Seele abgeschnitten wurde nach dem Sterben? Findet er leicht wieder zurück zu seiner geistigen Familie? Findet er seine Seele und sich selbst wieder? Dann sagt Meister Saint-Germain, mit dem Ablegen des Körpers verschwinden auch die Beeinträchtigungen, die der spezifische Körper mit sich brachte.
Was in diesem Fall bleibt, ist eine Desorientiertheit unmittelbar nach dem Sterben. Ich sage euch, ein jeder Mensch wird an der Pforte ins Jenseits abgeholt. Manche Seelen brauchen Zeit, um den eigenen Tod akzeptieren zu können. Diese Seelen verbleiben, solange sie dies möchten, im Ätherreich oder in der Astralwelt der Erde. Von einzelnen Ausnahmefällen abgesehen, kehrt ein jeder Mensch mit seiner Seele zu seiner geistigen Familie zurück. Wer einen RNA- oder DNA-Impfstoff erhalten hat, wird zeitlebens zunehmend innerlich desorientiert sein, sich leer fühlen und nach dem Tod für eine bestimmte Zeit lang orientierungslos bleiben. Also das hat Auswirkungen auch darüber hinaus. Fürchtet euch nicht, für alles gibt es eine Lösung, sobald ein Mensch diese Lösung wirklich will. Dann frage ich noch abschließend, was werden wir ab Stichtag heute, also ich habe diese Botschaft am 5. April 2021 erhalten, was werden wir also ab 5. April 2021 für eine Dynamik beim Corona-Wahnsinn, so nenne ich das immer, erleben? Und die Corona-Dynamik, Meister Saint-Germain sagt, der Weg ist vorgezeichnet. Erstens, der psychische und existenzielle Druck auf die Menschen wächst. Viele geben dem nach und willigen in die scheinbaren Lösungen ein. Gleichzeitig wachen immer mehr Menschen auf und sie sagen Nein. Zweitens, die Maßnahmen werden immer absurder und durchschaubarer. Wer sich nicht sofort impfen lässt, hat gute Karten, dass es später nicht mehr dazu kommen kann. Drittens, das Lügengebilde dieser Matrix kracht in sich zusammen. Menschen, die dem Lichte gedient haben, übernehmen das Ruder auf der Erde. Außerirdische Lichtkräfte geben sich zu erkennen und sie assistieren den Menschen. Viertens, die Menschheit ist befreit. Die neuen Menschen begegnen sich in Einheit und Liebe, sind ein Volk und sind in Frieden. Und fünftens, das goldene Zeitalter beginnt, die Liebe regiert und die Menschen achten als Hüter auf die Erde. Die Rede ist von der Rückkehr in den Garten Eden. Und abschließend möchte ich noch hier bei der Lichtlesung bringen vom Meister Saint-Germain: Hüte deine Seele wie deinen Augapfel, denn du siehst nur mit der Seele wirklich gut. Und die Seele hüten heißt auch, sich eben nicht impfen zu lassen, aus meinem Verständnis heraus. Wir sind einmalige Geschöpfe Gottes und doch sind wir alle eins durch die Kraft der Liebe und durch die Macht des Lichts. Ich liebe dich unendlich, Meister Saint-Germain. Wie gesagt, diese Botschaft wird dann komplett im Buch Vollendung im Juni zu lesen sein. Und auch bei diesem Thema, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns komplett ins Gottvertrauen einlassen, dass wir alles unternehmen, damit wir Schaden selbst von uns abwenden. Aber dann, wenn wir vielleicht nicht mehr weiter wissen und glauben Sie, mir geht es sicher auch manchmal so, aber immer mehr Menschen kommen an diesen Punkt, wo sie sagen, jetzt habe ich alles gemacht und trotzdem herrscht dieser Wahnsinn. Ich weiß einfach nicht weiter. Dann übergeben sie alles Gott. Eine schöne Sufi-Geschichte, die kommt auch im Buch vor, das wir heute präsentieren, Gelassenheit im Sturm, das ich schon präsentiert habe. Die beschreibt das Gottvertrauen sehr schön, was damit gemeint ist. Ein Meister ritt einmal mit seinem Schüler durch die Wüste. Bei Einbruch der Dunkelheit stießen sie auf eine Karawanserei und beschlossen, dort zu übernachten. Der Meister trug dem Schüler auf, sich um die Kamele zu kümmern und ging schlafen. Am Morgen waren die Kamele verschwunden und es stellte sich heraus, dass die Kamele nicht angebunden wurden. »Warum hast du die Kamele nicht angebunden?«, fragte der Meister seinen Schüler. »Du hast mich doch gelehrt, dass ich Vertrauen in Gott haben solle.« »Ich dachte, dass Gott sich schon um mich und meine Kamele kümmert. Allah kümmert sich nur um dich, wenn du die Kamele anbindest.«
sagte dann der Meister. Das heißt, wir müssen selbst schauen, dass die Kamele angebunden sind, also dass wir alles, was irdisch auf 3D notwendig ist, an Vorsorge oder auch an Achtsamkeit umsetzen, und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann alles Gott übergeben und Gott überlassen. Ich habe jetzt hier einen Ton gehört, den haben Sie vielleicht auch gehört. Jetzt frage ich nur kurz, wie im Fernsehstudio, die Regie, geht es normal weiter? Bravo, super, ich habe gesehen, einen Batteriewechsel, irgendwo hat ein Akku, glaube ich. Ja, sicher, beim Thema RNA-Impfung, da streikt auch der Computer. Man muss ja auch ein bisschen oft auch das mit Humor nehmen, anders geht es ja oft auch nicht. Das heißt, sich wirklich den Problemen stellen, den Themen stellen, der Situation stellen. Martin Luther King hat das sehr schön ausgedrückt. Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Das nicht warten auf Gott, sondern dann, wenn wir nicht weiter wissen, dann wird uns Hilfe zuteil. Und einfach mutig das Leben leben. Darum geht es. Dr. Rainer, der von mir sehr geschätzte Dr. Rainer Füllmich, Sie wissen, der Anwalt, der vom größten Verbrechen spricht, wenn er vom Corona-Maßnahmen spricht, vom größten Verbrechen, das je war, spricht, und der damit absolut aus meiner Sicht recht hat. Denn was wir momentan erleben, ist eben ein Weltkrieg, aber es ist kein Krieg, wo eine Nation gegen die andere kämpft, sondern nein, wo eine kleine Gruppe von Menschen gegen die ganze Menschheit kämpft. Also, und in dem Zusammenhang kann man ruhig davon reden. Und Dr. Rainer Füllmich leistet extrem wichtige Arbeit aus meiner Sicht am rechtlichen Sektor. Und er hat in einer Corona-Ausschusssitzung, Sie haben ja den außerparlamentarischen Ausschuss gegründet, Sie wissen, mit der Viviane Fischer, der Rechtsanwältin. Wunderbare Menschen, die hier zu Werke gehen, um das ganze Corona-Kartenhaus auf juristischer Ebene eben zu Fall zu bringen. Und er hat in einer Sitzung folgenden Satz gesagt, also der Rainer Füllmich wohnt ja ursprünglich in Amerika auch, in der Nähe von einer Ranch, glaube ich, wo sogar Bonanza gedreht wurde, hat er einmal erzählt. Sehr witzig, war einer meiner Lieblingsserien als Kinder, Bonanza. Und der hat einmal gesagt, John Wayne soll gesagt haben, Mut ist, Todesangst zu haben und sich trotzdem in den Sattel zu schwingen. Das ist ein wunderbarer Spruch. Das heißt, wir alle haben Ängste, natürlich, warum denn nicht? Das ist eine Angstglocke, die umgibt uns ja förmlich auf 3D. Aber einfach mutig sein und trotzdem das eigene Leben leben. Darum geht es jetzt, sich trotzdem in den Sattel zu schwingen. Das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr entscheidend. Denn kann nicht das Ziel sein, dass wir keine Angst haben, sondern wir müssen nur mit der richtig und reif umgehen. Okay? Zum Thema Impfung natürlich haben wir da auch Zuschriften erhalten. Eine besonders mich berührende auch, möchte ich hier auszugsweise bringen. Lieber Jan, ich bin seit 26 Jahren Heilpraktikerin einer eigenen Praxis. Stets galt mein ganzes Bemühen meinen Patienten oft über Grenzen hinaus. Leider muss ich jetzt feststellen, dass sich sogar immer mehr meiner Patienten gegen Covid impfen lassen. Ich habe im Januar schon bekannt gegeben, dass ich keine Geimpften mehr behandle, weil ich deren Reaktionslage in keinster Weise mehr einschätzen kann. Das ist wie Lotto spielen, vielleicht geht es gut, vielleicht auch nicht. Jedoch, wenn es den Patienten nicht gut geht, wird sicher der Grund dafür niemals in der Impfung gesucht, sondern in der Behandlung bei den Heilpraktikern. Hier ist für mich eine rote Linie überschritten. Nun muss ich leider feststellen, dass die Geimpften immer mehr in mein persönliches Umfeld, Nachbarn, gute Bekannte, Eltern rücken. Das erleben, glaube ich, jetzt sehr viele. Also ich erlebe es auch, wir in unserem Umfeld erleben das auch. Also von Menschen, wo man es gar nicht gedacht hat, die sind so richtig. Die freuen sich förmlich, dass sie endlich diese Impfung kriegen. In einem Gastbeitrag von deiner Seite habe ich im Interview gehört, dass die negativen Substanzen des Impfstoffs auch auf sexuellem Wege durch Körperflüssigkeiten weitergegeben werden und in diesem Körper ähnlich wie die Impfung ihr Werk verrichten.
Es poppt jetzt immer mehr auf in diese Richtung auch Info. Ich bin niemals ängstlich gewesen, mich bei Patienten anzustecken. Doch hier geht es um etwas ganz anderes. Ich bin verunsichert und weiß nun wirklich nicht mehr weiter, wie ich mich diesen Covid-Geimpften gegenüber verhalten soll. Ich weiß, du hast unendlich viel zu tun, dennoch wäre ich über einen kurzen Hinweis von dir sehr dankbar. Das ist eine sehr schöne Mail, die für mich zeigt, was viele in verschiedenen Menschen auf verschiedenen Ebenen jetzt erleben, dass eben da wirklich viele Menschen da diesen Weg gehen. Und das Schwert geht eben wirklich, wie wir es heute auch schon gehört haben und in vielen anderen Botschaften, quer durch die Familien hindurch. Und ich muss dieser Leserin, möchte dieser Leserin sagen, dass ich da keine Lösung habe, überhaupt nicht. Wie sie damit umgehen, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, oder die Botschaften geben da schon sehr viel Auskunft, annehmen. Es wird nicht anders gehen, als dass wir das akzeptieren. Und heute in der Botschaft, glaube ich, die trifft auch sehr genau auf diese Frage. In Liebe annehmen und es sein lassen. Und ich glaube, das wird uns bald gelingen, weil dieser Trend nicht aufhören wird. Dann wird man einfach sowieso mit dem Beklagen gar nicht mehr nachkommen. Irgendein System wird man innen finden müssen, um zu sagen, okay, ich nehme das jetzt in Liebe an, auch wenn es der Freund ist, die Freundin, der aus der Familie. Ich akzeptiere die Entscheidung, ich akzeptiere deine Wahl. Ja. Und zum sexuellen Kontakt mit Geimpften oder Ungeimpften, da möchte ich Folgendes dazu sagen. Ich habe mir das dann vorgestellt. Ich glaube, zwischen Menschen, die wirklich in der Impfung das Heil suchen und nichts hinterfragen, und zwischen einem Menschen, der hinterfragt und der das durchschaut, liegen solche Welten, dass die sowieso nichts miteinander zu tun haben sollten. Das geht sich energetisch eh nicht aus. Also diese Frage hebt sich fast von selbst auf. Und wenn Sie in einer Beziehung stecken, wo das so ist, dann ergibt sich das auch von selbst. Also wenn die Menschen so weit auseinander sind in den Meinungen und Lebensmodellen und Anschauungen, dann gehören sie eh nicht zusammen. Dann wird der eine nur noch aus falsch verstandenen Heilsmotiven oder Heilsmuster oder Glaubenssätzen bei dem gehalten. Das ist so, wie wenn du mit einem Alkoholiker zusammen bist und sagst, oder mit jemandem, der dich immer schlägt. Ich bin zahm, weil ich kann ihm so viel helfen. Dann der ist er lieb auch und so. Na. Also das passt aus meiner Sicht energetisch eh nicht. Aber es ist trotzdem oder vor allem eine Riesenherausforderung für jeden, der jetzt irgendwo mit so einem Thema befasst ist. Und die Lösung kommt durch Meditation, Gebet, Gottvertrauen. Denn es ist eine Zeit der Gnade und die Zukunft gehört eben Gott, auch wenn jetzt alles so gottlos, trostlos oft ausschaut. Aber die Zukunft, die gehört Gott. Und in einer Botschaft der Mutter Gottes vom 25. März, ich bringe die immer sehr gerne bei den Lichtlesungen, 25. März 2021 von Medjugorje, Sie wissen, zu diesem Ort habe ich persönlich eine sehr enge Beziehung, Verbindung. Ich war selbst damals, als es begann in den 80er Jahren dort, da war noch nicht dieser Tourismus, der jetzt herrscht, dreimal auch bei den Erscheinungen dabei, ist komplett authentisch. Und sehr interessant, ich habe es bei der letzten Lichtlesung schon erwähnt, dieser Drall, den die Botschaften von dort bekommen, das ist ja doch sehr tief katholisch geprägtes Land, würde ich sagen, die werden immer, würde ich sagen, weniger so katholisch, nenne ich das einmal. Und in der Botschaft vom 25. März sagt die Mutter Gottes, wer betet, der fürchtet sich nicht vor der Zukunft und verliert nicht die Hoffnung. Ihr seid auserwählt, Freude und Frieden zu tragen, weil ihr mein seid. Ich bin mit dem Namen Königin des Friedens hierher gekommen, weil der Teufel Unruhe und Krieg will. Er will euer Herz mit Angst um die Zukunft erfüllen, genau das erleben wird. Aber die Zukunft gehört Gott. Deshalb seid demütig und betet und übergebt alles in die Hände des Allerhöchsten. Das ist der Punkt.
alles Gott übergeben, des Allerhöchsten. Und wie meldet sich Gott bei dir? Durch die innere Stimme. Rumi sagt so wunderschön dazu: Da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt. Höre ihr zu. Das ist der Allerhöchste in dir. Zu Taten fordert uns Babaji auf. Die Botschaft wurde bereits am Blog veröffentlicht. Hier die wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten Perlen daraus. Denn es geht darum, dass wir jetzt handeln, dass wir was tun, aber was? Babaji sagt, glaube an das Gute. Glaube an die guten Mächte des Himmels. Sie stehen dir immer bei. Das ist jetzt so wichtig, weil uns wird suggeriert und eingeredet, wir könnten nichts tun, das Spiel ist gelaufen, das kommt, grüner Pass kommt, fertig. Nein, es ist nicht so. Weil die haben selbst die größten Probleme, das auf die Reihe zu kriegen. Und wenn wir an das Gute glauben, reichern wir ganz was anderes an. Es ist ganz ein anderer Ausgang dieser Geschichte möglich, wenn wir an das Gute glauben. Vergiss die Hoffnung, sie bringt dich nicht weiter. Glaube und vertraue, lass dich tief in Gott fallen. Lass dich tief auf dein Wissen ein und unterscheide genau. Was du jetzt wahrnimmst, ist der letzte Akt im alten Spiel. Diese Aufführung wird bald abgebrochen werden und alles wird sich lösen, wie der Nebel in der Morgensonne. Lass die Angstpropaganda unbeachtet und stärke dich täglich durch das Gebet, die Meditation und die direkte Hingabe an Gott. Bringe dich bitte selbst in Bewegung, stehe auf und erhebe dich, durchschaue die Täuschung der Täuscher und die Lügen der Lügner. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht. Durch die konstante Verbindung mit Gott die Nerven behalten und bei dir selbst bleiben. Dein Glück ist nichts, was in weiter Ferne auf dich wartet, sondern ist das Geschenk, das jetzt hier und heute für dich bereit liegt. Hindern dich äußere Umstände daran, es zu erfahren, dann ändere deinen Blickwinkel und nicht die Umstände. Beachte dies. Das ist ein Zeitphänomen. Corona ist ein Zeitphänomen und nicht von Dauer. Die Phänomene und Einschränkungen, die derzeit vorherrschen, werden vergehen. Sehr wichtige Botschaft. Das bleibt jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so. Wir müssen nur jetzt die Nerven behalten. Und alles, was uns die Geschichtenerzähler erzählen, brauchen wir immer nur umdrehen und dann sind wir bei der Wahrheit. Viele sagen, ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Was stimmt? Stimmt das oder stimmt das? Es ist eine einfache Methode, kann ich Ihnen ans Herz legen. Drehen Sie alles einfach um. Ein Beispiel habe ich hier zur satanischen Umkehr. Und in der Zeit leben wir. Gut ist böse, Licht ist dunkel, Schwarz ist weiß, oben ist unten, es ist alles verdreht. Hier gibt es Schau auf dich und Schau auf mich, auch verdreht. Das ist der Werbeslogan der österreichischen Bundesregierung, wenn es heißt, man soll sich vor Corona schützen, den anderen schützen, man soll sich impfen lassen, damit auch der andere geschützt ist, Maske tragen, damit auch der andere geschützt ist. Schau auf dich, schau auf mich. Das ist ein gängiger Slogan, im Radio, überall läuft er. Immer, und da gibt es einen Werbeprospektal, habe ich gesehen, in eine Werbeeinschaltung in einer Zeitung, immer richtig, jetzt aber doppelt wichtig. Und hier steht erstens, also die Corona-Maßnahmen betreffend, erstens, psychische Kontakte reduzieren ist wichtig jetzt, sagen die. Zweitens, mindestens 2 Meter Abstand halten, sagen die. Drittens, FFP2-Maske tragen, das ist die, wo man keine Luft kriegt. Und viertens, regelmäßig lüften. Und wenn Sie jetzt außerdem lüften, aber da sage ich dann noch was dazu, alles umdrehen, dann sind Sie schon bei der Wahrheit. Das heißt, psychische Kontakte reduzieren, so schaut dieser Zettel aus, diese Werbeanschaltung. Psychische Kontakte reduzieren? Nein, das Gegenteil. Gerade jetzt mehr psychische Kontakte, weil wir voneinander ferngehalten werden. Achten Sie auf Qualität. Schauen Sie, dass Sie Freunde haben. Es müssen nicht viele Menschen sein. Aber ein paar. Pflegen Sie diese Freundschaften. Umarmen Sie sich. Geben Sie sich die Hand. Genau das Gegenteil von dem, was vorgeschrieben ist. Jetzt tun, das befreit Sie. Und wenn das Video auf YouTube gelöscht wird, spielt es keine Rolle. Es taucht woanders auf. Mindestens 2 Meter Abstand halten? Nein, gerade jetzt nicht.
Bitte, mir persönlich kommt der 2 Meter Abstand sehr gelegen, weil ich wollte nie auf Tuchfühlung mit der Menschheit mit allen gehen. Ja? Das passt schon. Aber wenn das jetzt ein Muss ist, wenn es verordnet wird, wenn man gar nicht mehr in Begegnung gehen darf, ist das ein Verbrechen, meine Lieben. Okay? Also nein, jetzt verdichten. Jetzt. FFP2-Maske tragen. Das ist wirklich fast sogar in der Wissenschaft, die Corona doch sehr einseitig beleuchtet, klar, dass die nicht gesund ist. Es gibt in Österreich arbeitsrechtliche Regelungen, wo es heißt, jeder sind gegen Feinstaub, ist diese, wenn jemand schleift oder so, muss er die Maske tragen, ein Arbeiter, aber alle 75 Minuten muss er eine halbe Stunde Pause machen. Den Schülern, den Kindern, die müssen das den ganzen Tag tragen. Die kassieren beim Supermarkt den ganzen Tag, in der Firma den ganzen Tag. Das ist, meine Lieben, ein Verbrechen und sonst nichts. Uns wird die Luft zum Atmen genommen und hier steht, die Maske tragen ist gut, drehen Sie das um. Nein, ist nicht gut. Und schon sind Sie bei der Wahrheit, das können Sie mit fast allen so machen. Beim regelmäßig Lüften, das ist sehr gut, aber nicht im Winter, wenn es draußen minus 5 Grad hat, eine halbe Stunde lüften. Mit dem Parker sind die Kinder teilweise in der Schule gesessen, weil es so kalt war, aber mit der Maske, Luft haben sie keine kriegen dürfen, aber frieren. Fenster auf, aber keine Luft kriegen dürfen. Verstehen Sie, wie verrückt das alles ist? Sie brauchen es nur umdrehen und schon sind Sie bei der Wahrheit. Oder hier zumindest viel näher als alles andere. Mark Twain hat gesagt, Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht die Abwesenheit von Angst. Das heißt, machen Sie sich bitte niemals fertig, wenn Sie von Ängsten plötzlich ein bisschen eingeholt werden. Wir haben viele Beziehungen, wir beobachten viel, wie es anderen Menschen geht. Und oft kommst du natürlich nach Hause und sagst, boah, jetzt habe ich da was mitgenommen, jetzt habe ich die Angst von dem mitgenommen. Oft haben Sie vielleicht einen Freund, Sie reden mit ihm und er hat Angst, dann nehmen Sie ihm auch was ab. Nein, das gehört dazu. Aber damit umgehen lernen, das ist alles. Okay? Und der Schlüssel zur Freiheit, ja, wir hören Sie in den Botschaften, liegt er in uns. Aber es war wunderbar, der Bundeskanzler Kurz hat im Februar 2021 einen wunderbaren Satz gesagt. Der ist wirklich genial. Und das ist für mich der Schlüssel zur Freiheit. Er hat gesagt, was nützt ein Lockdown, wenn niemand mitmacht? Das ist der Schlüssel. Einfach nicht mitmachen. Überall dort, wo wir nicht mitmachen, innerlich wollen, wo du eine rote Linie hast. Also ich mache es bei mir so, ich habe eine rote Linie. Bei gewissen Dingen sage ich, da gehe ich nicht. Das mache ich einfach nicht, egal was passiert. Das ist zum Beispiel dieser PCR-Test, wo man mit einem Stapel da ins Hirn hineinfährt. Oder man fährt nicht ins Hirn, angeblich hinten in den Nasenraum. Aber wer weiß, kann vieles auch passieren, speziell wenn man regelmäßig macht. Das werde ich nie zulassen. Impfung sowieso nie zulassen, egal was passiert. Machen Sie sich so eine rote Linie. Und dann sagen Sie, bis daher, fertig, nicht weiter. Und unser Nein, wenn sich die Menschen nicht so viel testen lassen würden, könnten sie nichts machen. Beim Konsumverhalten ist das oft so, dass Menschen irgendwelche Produkte einfach nicht mehr wollen. Die müssen es aus dem Regal nehmen. Das ist wurscht, wie groß dieser Supermarkt ist. Ja, die haben dann eine gefinkeltere Werbung und so, um dich wieder irgendwie hinein... Aber das meine ich mit selbstständig die Dinge in die Hand zu nehmen. Einfach Nein sagen. Man braucht nicht groß die Revolution. Nein, aber Nein sagen. Und das ist jetzt der springende Punkt. Du musst es in deinem persönlichen Leben machen. Du kannst nicht kollektiv auf die Straße gehen und dich geborgen und sicher in der Masse fühlen und dorthin gehen und dann sagen, das muss sein, nieder mit das. Nein, das ist nicht der Weg. Dann gehst du wieder nach Hause, bist mit dir selbst allein und kennst dich wieder nicht gescheit aus. Das heißt, gefragt ist jetzt, dass du in deinem Leben dort, wo es dir nicht gefällt, Stopp, Halt und Nein sagst. Du musst selbst aufstehen. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht und um sonst nichts. Wenn du nur
deine Revolution nur daraus besteht, dass du dich in der Sicherheit einer Masse laut zu werden traust, bist du ein Feigling, hast nichts verstanden. Mutig, so dass es niemand sieht, keiner vielleicht weiß, aufstehen, das ist jetzt gefragt. Okay? Da wollte ich gerne noch darauf hinweisen, auf einen Begriff auch noch, Herdenimmunität. Es wird ja gesagt, wenn so und so viele geimpft sind oder sonst wie halt Antikörper haben, dann gibt es die Herdenimmunität. Und ich sage Ihnen was, dieser Begriff, den lehne ich zutiefst ab, den weise ich komplett zurück. Der Herdenimmunität, der Begriff ist für Tiere, der ist nicht für Menschen. Wir sind keine Schafe, ich bin keine Herde. Ich habe Immunität oder nicht, aber Herdenimmunität, der Begriff gehört ausgetauscht, den weise ich komplett zurück. Denn es gibt auch den Begriff Nutztiere, auch ein grauslicher Begriff. Ja, Nutzmenschen, wie fühlt sich das an? Und für gewisse Eliten sind wir Nutztiere, Nutzmenschen, verstehen Sie? Das geht dorthin. Das dürfen wir innerlich gar nicht akzeptieren, so ein Begriff. Also wenn Sie das wo lesen, mein Tipp, ich mache dann immer so, weg. Einfach weg. Okay? Aber wichtig ist auch, wenn Sie Überbelastung jetzt erleben, lassen Sie mich noch kurz darauf eingehen, viele sind jetzt überbelastet aus verschiedenen Gründen. Bitte geben Sie nie einem anderen die Schuld, speziell in einer Partnerschaft oder Freundschaft ist das extrem wichtig. Wenn Sie sich selbst niedergeschlagen fühlen, wenn es Ihnen nicht gut geht, gehen Sie wirklich in die Selbstverantwortung und sagen Sie, okay, ich bin niedergeschlagen, nicht weil A, B, C, D, nein, sondern weil mich das jetzt selbst ein bisschen zu viel stresst und ich kriege das dann schon wieder auf die Reihe. Das entspannt auch jede Beziehung. Ja. Bitte immer in die Ich-Botschaft gehen, nie du bist schuld, du hast ja und du musst dich ändern, damit es mir wieder besser geht. Nein, ich eigenverantwortlich, okay? Markus Langemann vom Club der klaren Worte hat gesagt, der Corona-Komplex kommt mir immer mehr wie ein gigantischer Intelligenztest vor. Wie schon an anderer Stelle formuliert, denke ich, der liebe Gott sortiert zur Halbzeit mal aus. Wunderschön formuliert. Schätze ich auch sehr, Club der klaren Worte. Gott sortiert zur Halbzeit ein bisschen aus. Und Corona ist wirklich ein Intelligenztest, aber viele werden ihn nicht bestehen, das muss ich schon sagen. Da ist Pisa eine Kleinigkeit dagegen. Abschließend zu diesem Themenkomplex, bitte, Corona vergeht, aber die Impfung besteht, meine Lieben. Corona wird einmal vorbei sein. Ich werde vielleicht ein paar Einschränkungen akzeptieren in der Freiheit, in dem Bewegungsradius, ja, ja, ja. Aber die Impfung, die bleibt mir. Bitte immer das vergegenwärtigen. Und aufgrund dieser Basis eine Entscheidung treffen, die angemessen ist. Am 21. März haben wir eine Leserzuschrift erhalten und das ist eigentlich, ich würde sagen, der Klassiker der Fragen oder die meistgestellte Frage. Wir haben sehr viele neue Leser und deswegen ist es völlig klar, dass die Frage auftauchen muss bei vielen Menschen, die Jesusbiografie lesen. Die Leserin schreibt, ich lese gerade Ihre Jesusbiografie 1 und bin sehr erstaunt und befremdet, wie sehr sie sich von derjenigen unterscheidet, die Eva Maria Amon in Tatort Jesus 1 und Tatort Jesus 2 beschreibt. Sie hat ebenso auseinander gechannelt. Ich habe sie vor einigen Jahren gelesen und dabei mein Weltbild auf den Kopf gestellt. Die Schwingung beim Lesen war auch sehr hoch und es hat sich mit einem guten Gefühl gefestigt. Wie ist das zu verstehen mit den Unterschieden von Medium zu Medium? Auch habe ich gechannelte Gemälde von Jesus gesehen, die sehr unterschiedlich sind. Also die Frage taucht wirklich immer wieder auf. Muss ich dazu sagen, ja, da, ich kann wieder die Antwort, die ich immer wieder gebe, sagen, nur zum Verständnis vielleicht, das Buch Tatort Jesus beschreibt, dass Jesus vom Kreuz genommen wurde, aber die Kreuzigung überlebt hat. Bei mir in der Jesusbiografie, so wurde es mir durchgesagt, ist, dass Jesus nicht einmal am Kreuz war. Also er war nicht am Kreuz, es wurde ein Doppelgänger gekreuzigt. Steht alles im Buch. Und jetzt natürlich liest man das Buch, na was stimmt? Jetzt ist die Frage schon sehr verständlich. Die Frage hatte übrigens auch ich, als ich das Buch schrieb und gar nicht veröffentlichen wollte, weil ich gewusst habe, dass dann viele solche Fragen kommen, im Scherz.
Aber wissen Sie, mir wurde immer gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Erden. Und der Jesus auf dieser Erde, um die es hier geht, der war nicht am Kreuz. Ich weiß nicht, was ein anderes Medium aus welcher Ebene kanalisiert, das weiß ich nicht, entzieht sich mir und geht mich auch nichts an, ist genauso wertgeschätzt, weil es geht nur am Ende um eine lichtvolle Botschaft. Aber der Jesus, von dem in der Jesusbiografie 1 die Rede ist, ist der Jesus von der Erde, auf der wir jetzt im linearen Zeitverständnis leben. Okay? Was uns sehr freut, sind auch Mails, wenn wir erhalten, dass die Menschen so viel mitnehmen aus unserer Arbeit, aus den Botschaften. Eine Leserin schreibt, vielen herzlichen Dank für Ihr Wirken. In diesen bewegten Zeiten ist das eine riesengroße Hilfe für mich. Besonders hervorheben möchte ich aus der 114. Lichtlesung den Beitrag Sorgen und Ängste bewältigen. Immer wenn bei mir Ängste hochkommen und ich mir dessen bewusst bin, sage ich mir, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Die Wirkung ist für mich wirklich spürbar und ich kann meine Sorgen und Ängste loslassen. Das sind immer besonders schöne Mails, wo die Auswirkungen so sichtbar sind. Und schauen Sie hinein in den Texten, schauen Sie in die Nachlese hinein, in die Lichtwelt nachlesen. Da sind so viele Schätze drin und so kleine Übungen und kleine Hilfestellungen für den Alltag. Speziell wie mit den Ängsten fertig werden, das ist das große Thema. Wir haben es gehört. Schauen Sie einmal kein Fernsehen, falls Sie das noch tun. Verfolgen Sie im Internet nicht die Nachrichten. Schauen Sie vielleicht einmal einen ganz belanglosen, schönen Film. Aber wenn Sie sich die ganze Information, die hier so gegeben wird, Information heißt ja in Form bringen, da werden Sie wirklich in eine Form gebracht, die Sie wirklich nicht wollen, die nicht gesund ist. Gehen Sie da wirklich selektiv vor. Erholen Sie sich auch immer. Und vergessen Sie bitte nicht auf den Humor. Eine Virologin hat das sogar in einer Fernsehsendung folgende nette Geschichte erzählt, dass in Emden, das soll ja in Ostfriesland sein, ich habe da nicht nachgeschaut, wo sie ist, aber soll ganz oben dort sein, in Deutschland, die haben ja angeblich fast überhaupt keine Corona-Fälle. Und diese Virologin hat dann erzählt, dort sagen die Menschen, wann dürfen wir wieder auf unseren 4 Meter Abstand nach der Corona-Zeit. Also das ist denen ist 2 Meter Abstand viel zu nah schon. Also man kann es auch so sehen, Humor darf uns bitte nicht abhanden kommen. Das Symbol Christusbewusstsein 9 nimmt Schmerzen, wir wissen es, eine Leserin schreibt uns wunderbar. Das ist das Symbol, das hier auf dem Anhänger drauf ist. Ich habe es heute hier auch schon gezeigt, auf dem Holzdruck und natürlich auch als Ausdruck. Und deswegen lese ich das jetzt auch wunderschön vor. Es ist für jeden Menschen, das kostet nichts. Brauchen Sie keinen Euro aufwenden. Lieber Herr Kassel, ich bedanke mich. Auch für die Zusendung der Armbänder. Ich bin von dem Symbol Christusbewusstsein 9 in Papierform begeistert, denn es nimmt wirklich Schmerzen, wenn man es auflegt. Das heißt, das können Sie auflegen, wo Sie wollen, und das kann Schmerzen nehmen. Wenn es keine Schmerzen nimmt, hat es vielleicht andere Gründe. Müssen Sie vielleicht durch den Schmerz gehen. Oder es hilft dann was anderes. Okay? Aber das wirkt so. Ich habe immer unterm Bett so ein Symbol. Es liegt einfach immer dort. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Es kommt in den Botschaften immer vor. Und hier bringe ich noch eine Botschaft der Mutter Gottes aus Medjugorje vom 25. Februar 2021. Lebt diese Zeit der Gnade und seid Zeugen der Hoffnung, denn ich wiederhole euch, meine lieben Kinder, dass mit Gebet und Fasten auch Kriege abgewehrt werden können. Meine lieben Kinder, glaubt und lebt im Glauben und mit dem Glauben diese Zeit der Gnade. Also so irrwitzig uns das Außen oft vorkommt, in Wahrheit ist das eine Zeit der Gnade. Es ist wirklich eine besondere Zeit, natürlich fordert sie uns auch besonders. In diesen verrückten Corona-Tagen
möchte ich auch einen kleinen Appell an die Eltern richten. Ich sehe es oft, in Wien sieht man das stärker, wo halt so Mütter auch schon am Spielplatz mit Masken oder Väter herumrennen oder so einen Kinderwagen schieben. Also liegt ein Kind drin oder so ein Buggy. Das Kind will irgendwie mit den Augen kommunizieren mit der Mama, mit dem Papa. Und der Papa schaut oder Mama schaut aufs Handy und hat die Maske auch noch. Das ist unglaublich, was man da so sieht. Da komme ich mir echt vor wie in so einen dystopischen Film. Und da würde ich meinen Appell an die Eltern, wo wir jetzt eh schon maskiert sind, wo so vieles an Kommunikationsmitteln genommen wird. Speziell bei Kindern, die in einem Alter sind, wo die Kommunikation so wichtig ist. Wenn sie Pubertät haben, dann wollen sie sich eh dann wieder aus dem Spiel ein bisschen nehmen. Da kommt ja die Loslösung aber davor. Räumen Sie bitte Ihrem Kind wirklich 1A Aufmerksamkeit ein. Das heißt, sagen Sie wirklich, da habe ich keine Masken, da habe ich kein Handy, da gehe ich nicht zum Telefon, da gibt es keinen Computer. Räumen Sie Ihrem Kind diese Zeit ein. Das Kind wird es Ihnen unendlich danken. Jetzt ist es noch wichtiger als ohnehin eh schon davor, weil wir noch mehr voneinander distanziert werden. Und wenn es eine Stunde am Tag ist, hat das mehr Qualität, wie wenn Sie 6 Stunden zu Hause anwesend sind, aber bei jeder Frage, dass das Kind an Sie hat, sagen, ja, warte, mach ich gleich. Jetzt nicht. Später. Verstehen Sie? Qualität, Qualität, das ist wichtig. Auch in diesen Beziehungen zu den Kindern. Verbunden mit dem hohen Selbst. Bringe ich kurze Ausschnitte aus dieser sehr schönen Botschaft. Was ist aber eigentlich das hohe Selbst? Ganz kurz vielleicht eine Erklärung zwischen Unterschied zwischen hohem Selbst und Seele. Also, wir sind zunächst Geist, reines Bewusstsein und sonst nichts. Okay? Das hohe Selbst ist sozusagen die erste Verdichtung aus dem Geist heraus. Die Seele wiederum ist auch eine Verdichtung aus dem Geist heraus, aber betrifft vor allem uns Menschen für den irdischen Kreislauf. Die Seele ist das feinstoffliche Pendant oder das feinstoffliche Teil von uns, der uns durch alle Leben auf der Erde begleitet, der uns begleitet. Das heißt, in der Seele sind auch alle Leben gespeichert. Die Seele weiß jedes Leben von uns. Deswegen wird oft bei Energiearbeit sehr viel mit der Seele gearbeitet, wenn es was zu lösen gibt. Hohe Selbst ist übergeordnet, aber auch aus dem Geist heraus. Am Ende passiert Folgendes, wenn wir wieder zurückgehen, irgendwann löst sich auch die Seele wieder auf, die brauchst du irgendwann nicht mehr. Speziell wenn du nicht mehr verkörperst, wenn alles erledigt ist, dann bist du komplett im hohen Selbst und das löst sich am Ende auch wieder auf und dann gehst du wieder zurück in die Quelle. Aber so viel zum Verständnis. Und wenn ich eine Botschaft vom hohen Selbst kriege, habe ich das Gefühl, das ist komplett übergeordnet. Da habe ich das Gefühl, das hohe Selbst, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht einmal, ob es stimmt, was ich jetzt sage, dass das hohe Selbst alle meine Leben, nicht nur auf der Erde, auch die ganzen Parallelleben, die wir gleichzeitig auf anderen Planeten leben, überblickt. Das ist das hohe Selbst. Die Seele hat einen anderen Überblick. Okay? Zum Beispiel das Ego hat den Überblick über, erinnert sich an alles, was in diesem Leben ist. Ja, das ist der Verstand und das Ego, die Seele, alles, was in allen Leben ist. Also so vom Überblick zum Verständnis. Und das Hohe, ich vergleiche es oft so, der Körper ist wie ein Auto, sagen wir, und die Seele ist der Motor. Okay? Und genau diese Seele, von der wollen wir uns jetzt abnabeln. Nicht? Das ist der das, was da dahinter ist. Und wir nehmen jetzt, wenn Sie möchten, dass die Seele, das hohe Selbst, die Führung in Ihrem Leben übernimmt, das können Sie anordnen, da können Sie darum bitten, das können Sie verfügen, wie immer Sie das nennen. Sagen Sie einfach, ich bitte mein hohes Selbst und die Seele, die Führung in meinem Leben zu übernehmen. Nicht? Weil das Ego mischt sich gern und überall ein, ja, das will immer Chef sein. Und wenn Sie aber da einmal ganz klar sagen, hoppala, das Bewusstsein, so jetzt werde ich da einmal Ordnung schaffen in dem, ja, und dann sagen Sie, ich bitte mich, dass das hohe Selbst und die Seele der Chef sind und du Ego,
bist auf einem anderen Platz, aber nicht der Chef, dann ist das geklärt. Das können Sie ganz einfach klären. Nur diese Willensbekundung ist oft notwendig. Und verbunden mit dem hohen Selbst in der Botschaft heißt es von Sananda, die Schwierigkeit, vor der heute viele Menschen stehen, ist, dass sie immer wieder aus ihrer Mitte herauskippen und vom Sog dieser Zeit erfasst werden. Sobald ihr die eigenen vier Wände verlasst, gilt es, wach und bewusst zu sein. Der ganzen Umgebung gegenüber gilt es, achtsam und aufmerksam zu begegnen. So lege ich dir ans Herz, bitte schütze dich, wenn du das Haus verlässt. Sobald du nach außen trittst, baue einen energetischen Schutz rund um dich auf. Ich, dann nennst du deinen Namen, bin geschützt. Also ich mache das bei mir immer so. Wenn ich in der Stadt oder irgendwo unterwegs bin, wo ich sage, puh, das fühlt sich ein bisschen jetzt komisch an, sage ich immer, ich bin geschützt. Ich bin geschützt. Immer wenn ich gehe, ich bin geschützt. Sprich dies so lange, bis du fühlst, dass es so ist. Dieser kurze und einfache Satz erzeugt ein Energiefeld des Schutzes, der heute dringender ist denn je. Ich bin geschützt. Wenn Sie bei alten Gemäuern vorbeigehen, bei Häusern, die revitalisiert werden, wo gerade alles der Verputz abgeklopft ist, da kommt so viel entgegen, hat man oft das Gefühl, viele sagen, na, das ist so staubig. Also es staubt auch energetisch. Es ist wirklich staubig, aber auf allen Ebenen. Ich bin geschützt. Am besten am Bogen herum machen, wenn das nicht geht. Ich bin geschützt. Haben Sie ein Kind bis 14 Jahre mit sich? Wir sind geschützt. Ab 14 entscheidet das Kind dann alles selbst. Auf der Ebene. Die Unruhe im Außen nimmt weiterhin zu. Ein großer Sturm zieht auf und darauf gilt es, vorbereitet zu sein. Und diesem Aspekt wollen wir uns widmen. Die beste Vorbereitung auf das Leben liegt in einer guten Anbindung an das spirituelle Licht und an das hohe Selbst. Das hohe Selbst lebt losgelöst von der irdischen Schwere und ist dennoch auf das Engste mit dir verbunden. Es ist allwissend, es begleitet dich und dirigiert dich in die richtige Richtung. Eine konstante Verbindung mit dem hohen Selbst ist elementar und existenziell. Durch eine intakte Verbindung zu deinem hohen Selbst gehst du niemals in die Irre. Deine Aufgaben als Mensch kannst du nur dadurch erfüllen. Menschen, die sich vom hohen Selbst abgeschnitten sind, fühlen sich alleine und kommen irgendwann immer an den Punkt der Verzweiflung. Deshalb öffne dich für diese transzendente Wahrnehmung des Seins. Bei allen äußeren Aktivitäten, zu denen du dich verpflichtet oder angehalten fühlst, sei dir bewusst, die konstante Verbindung zu deinem inneren Seelenführer, zur Göttlichkeit in dir, ist der Schlüssel, um diese Zeit besinnen und gesund zu überstehen. Was dich ausmacht, Mensch, ist viel mehr, als du denkst. Und es führt zu Schwierigkeiten, wenn du diese Tatsache missachtest und auf eigene Faust durch den energetischen Dschungel dieser Tage streifst. Es ist wirklich ein Dschungel. Und mit dem hohen Selbst geht's. Und für, wenn Sie sich jetzt fragen, wie komme ich da in den Kontakt? Na, üben Sie es, probieren Sie es. Üben Sie. Wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, sagen, okay, hohe Selbst, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt, mach dich bemerkbar. Ja, natürlich. Und dann schauen Sie, was passiert, das macht sich bemerkbar. In den Träumen, im Alltag oder. Einfach probieren, einfach tun. Gott ist mit dir und dein hohes Selbst setzt in deinem Leben die Impulse, die du für dein seelisches Wachstum benötigst, damit du das Morgen erleben und den Umbruch unbeschadet überstehen kannst, ist heute eine innige Zusammenarbeit mit deinem hohen Selbst dringend notwendig. Nimm den Kontakt in der Meditation oder im Gebet auf und bleibe daraufhin für immer verbunden mit deinem hohen Selbst. Eine wunderbare Schutzübung ist auch hier drin in dem Buch, in den Erlösung, das haben wir bei der letzten Lichtlesung präsentiert, Meisterdialoge 9. Ich habe es dort auch vorgelesen in der Präsentation und möchte jetzt nur hinweisen darauf, das ist der Freiraum in 5 Minuten erschaffen von Lao Tse. Bevor du dein Tagwerk beginnst, nimm dir 5 Minuten Zeit und manifestiere im Radius von 14 Metern einen Ring des Lichts. 14 Meter ist der Radius, auf den wir direkt am meisten Einfluss haben. 5 Minuten Zeit, den manifestieren und dann hast du den ganzen Tag einen sehr guten Schutz
Und dann, ich bin geschützt. Also das sind alles sehr gute Hilfen für diese Zeit. Denn wir leben jetzt in einer Zeit und wir sind hier, weil wir alle den Weg der Wahrheit gewählt haben. Und jetzt staunen viele von uns darüber, dass man ja auch gehen muss. Gell? Jetzt ist die Zeit, wo wir das, was wir in Meditationen, was wir in vielen Jahren davor erlernt und an Fähigkeiten erworben haben, anwenden sollen, können oder müssen. Ja? Wir haben wirklich den Weg der Wahrheit gewählt und jetzt ist dieser Weg zu gehen. Jetzt sind wir mittendrin und das fordert uns natürlich oft. Die nächste Lichtlesung findet im Juni statt. Am 24. Juni findet die statt, Botschaft von Venus Kumara. Am Donnerstag ist das, ein Donnerstag findet die statt. Und wie es ausschaut aus heutiger Perspektive, aus meiner Sicht, wird die wieder im Homeoffice stattfinden, weil in Österreich die Auflagen für eine Veranstaltung so sind, die für uns völlig inakzeptabel und unsexy sind. Corona-Beauftragter, Masken, Abstände, Genehmigung einreichen muss man bei den Behörden. Ab 11 Personen muss man eine Genehmigung einreichen. Und ab 50 eine Bewilligung auch noch vom Gesundheitsministerium. Wenn das so bleibt, können wir leider natürlich, werden wir uns und das auch Ihnen nicht antun. Aber wenn sich was ändert, das ist ein dynamischer Prozess, wir halten Sie am Blog und via Newsletter natürlich am Laufenden, jetzt auch auf Telegram bitte, wir sind auch auf Telegram, am Laufenden halten wir Sie am Laufenden, schauen wir. Alle Menschen, die jetzt sagen, boah, ich muss auf Telegram sein, sonst versäume ich etwas, nein, Sie versäumen nichts. Also wenn Sie jetzt sagen, ich will nicht auf Telegram gehen, ich habe kein Telegram, ich habe nicht einmal ein Handy, ich schaue nur am Computer, am Blog, Sie versäumen keine einzige Botschaft, wenn Sie Telegram nicht haben. Telegram ergänzt sich sehr viel auch so Sachen, die irdisch, sagen wir, Botschaften, dort werden die Botschaften sehr stark auch mit irdischen Sachen begleitet, die mir wichtig erscheinen. Aber jede Botschaft, die Sie am Blog finden oder auf Telegram, ist auch am Blog. Sie versäumen keine Botschaft. Okay? Die nächste Lichtlösung, wie gesagt, dann am 24.06. Schauen wir, was uns da bis dahin alles noch so, was alles so passiert. Und ich möchte abschließend in diesen zwei, drei Zeilen noch, bevor ich dann ganz in den Schluss der Lichtlesung komme, eine Mail erhalten. Lieber Karl, ich hoffe, eure Vorbereitung für die nächste Lichtlösung laufen erfreulich ab. Wir, mein Mann und ein paar Freunde, fiebern voller Freude der nächsten Lichtlesung entgegen. Das ist sehr schön. Menschen wissen, dass wir heute aufnehmen. In 3 Tagen oder so, 2, 3 ist das dann online. Das freut mich oder uns besonders, wenn die Menschen auch auf diese Weise mitfiebern. Und dann, von euren Botschaften geht so viel Ruhe und Zuversicht aus. Mit den Perlen beginnt der Tag ganz anders. Herzliche Grüße an die Lichtwelt Verlag Familie. Wunderschöne Mail. Vielen Dank. Und genauso ist es. Das macht unsere Arbeit so sinnvoll auch für uns. Wenn sie die Menschen erreicht. Abschließend habe ich Ihnen versprochen, noch der Abschnitt aus dem Epilog von Sanat Kumara, dessen Bewusstsein er heute die Lichtlesung anleitet, aus dem Buch, neuen Buch Gelassenheit im Sturm, der Epilog, also das Schlusswort sozusagen, und erinnert uns noch einmal daran, stelle dir die einfache Frage, ist das, was ich jetzt mache, richtig? Fühlt sich das, womit ich mich jetzt beschäftige, gut an? Stimmt mein Leben mit meinen Gedanken und Worten überein? Fühlt sich in deinem Leben irgendetwas unnatürlich an, so als stünde es nicht am richtigen Platz, dann bitte um die notwendigen Veränderungen und Umstellungen.
Damit sind wir wieder bei Gott angelangt und dem großen Einen der Urquelle allen Seins. Mit Gott beginnt dein Leben und es findet seine Fortsetzung in den Reichen des Lichts. Ist Gott in deinem Leben, dann hast du alles. Die Einladung an Gott kannst nur du aussprechen und womöglich ist jetzt die Zeit dafür gekommen. Der Himmel wird auf der Erde erschaffen, durch Menschen, die glücklich sind und die Liebe im Herzen tragen. Der Himmel wird auf der Erde erschaffen durch Menschen, die ihr Leben leben und nicht länger auf Zuspruch oder Ablehnung angewiesen sind. Das ist wahre Freiheit, zu leben mit dem inneren Kompass und unabhängig zu sein von Meinungen und Glaubenssätzen. Dieses Buch hat dich ermutigt und ermuntert, den eigenen Lebensweg ohne falsche Rücksichtnahme zu gehen. Ist nicht nur möglich, sondern ureigenes Bestreben eines jeden Menschen. Du musst es nur versuchen, wieder und wieder versuchen, so lange, bis es dir glückt. Tue nur das, was für dich richtig und stimmig ist. Gehe deinen eigenen Weg. Sei keine Kopie von etwas, sondern werde du selbst. Hast du das gemeistert, fallen die Sorgen von dir ab und von deinen Schultern lösen sich ganze Berge. Benötigst du Hilfe, sprich mit Gott, suchst du nach Antworten, du findest sie in dir. Weißt du nicht mehr weiter, lass alles los und lass dich ganz auf Gott ein. Das ist Glück. Zu leben ohne zu bereuen und zu lieben ohne Grenzen. So gehe ich hin, liebe und lebe dein Leben, denn der Himmel auf Erden entsteht durch Menschen wie dich. Das ist das Schlusswort in diesem Buch. Noch nicht das Schlusswort für die heutige Lichtlesung, aber wir sind unmittelbar davor. Alles kommt zum Guten, es geschieht. Wenn ich so Phasen habe, wo es ein bisschen viel wird oder wo ich vielleicht auch drüber Gedanken hege, wird mir zum Glück dann auch immer Hilfe zuteil. Hölderin hat es so schön ausgedrückt, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also wir sind oft in einer Zeit, in einer Phase, wo wir sehr viel Gefahr wahrnehmen. Und auch Hölderlin, der große Dichter, hat gesagt, da wächst aber das Rettende auch. Und alles kommt zum Guten, habe ich so erlebt. Also ich weiß ja vom Verstand her, wusste ich natürlich die ganze Zeit, am Ende wird alles gut. Eines Tages bin ich dann aufgewacht, konnte mich aber nicht erinnern, dass ich was geträumt hatte, aber das war dann so erholsam, der Schlaf, besonders erholsam. Und irgendwie habe ich dann innerlich gespürt, ja, alles ist gut. Also ich habe es richtig gespürt. Das ist einmal ganz was anderes, wie wenn man es nur denkt. Dann habe ich gesagt, ja, das haben sie mir in der Nacht, haben sie das mit mir so gemacht. Ich war irgendwo auf Schulung scheinbar und da habe ich das Gefühl eingespielt und das setz dich jetzt. Jetzt bin ich aufgewacht mit den Gedanken, jetzt bin ich mir sicher, alles wird gut. Dann sagt mir Meister Saint-Germain, du warst bei uns in den kristallinen Reichen des Lichts. Du hast die letzte innere Gewissheit, dass sich alles in das Licht dreht und am Ende zum Guten wendet erhalten. Du wurdest auf Seelenebene vollständig in das Vertrauen gebracht und über den positiven Ausgang des Wandels auf dieser Erde in Kenntnis gesetzt. Dann frage ich, warum erinnere ich mich dann nicht an Details? Warum ein Traum ohne Erinnerung? Darauf Meister Saint-Germain, dir wurde spirituelle Energie übertragen. Details würden deinen Verstand beschäftigen und dich ablenken. Genieße dieses Gefühl und beobachte, wie es sich im Alltagsbewusstsein ausbreitet, wie es sich verfestigt und in dir verankert. Für alle Menschen, es geschieht, dass sich alles zum Guten wendet. Seid euch gewiss, der Nebel löst sich auf, das Licht durchdringt eure Seelen und die Liebe erobert eure Herzen. Ihr werdet auf den großen Tag eingestimmt, so habt noch ein wenig Geduld, es geschieht. Sagt Meister Saint-Germain, diese Gewissheit, mit der bin ich aufgewacht und die ist bis heute so.
Diese Gewissheit ist viel kräftiger als es zu wissen vom Verstand her. Habt noch ein wenig Geduld, es geschieht. Und ich beende die heutige Lichtlesung mit einem Ausspruch von Rumi, der gesagt hat, Geduld bedeutet, dass man immer weitblickend das Ziel im Auge behält. Ungeduld bedeutet, dass man kurzfristig nicht die Bestimmung begreift. Und diesen Weitblick und Durchblick wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Gott segne Sie, auf Wiedersehen.